Mein Name ist Anne Lepper. Ich darf euch nun auch noch im Namen des Bildungswerks Stanislav Hans herzlich begrüßen. Es ist ein ganz besonderer Anlass heute Abend. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Liebe Ada, vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du diese Reise aus Israel auf dich genommen hast, um hier heute Abend mit uns über deine Erinnerungen zu sprechen, über dein Leben, über das deines Mannes Samuel und auch über euer gemeinsames Leben, das ja immerhin mehr als ziemlich genau sieben Jahrzehnte umspannte und dementsprechend sehr viel länger als euer beider getrennten Leben. Vielen Dank. Thank you also very much to Orit, to your daughter and Arnon for accompanying Ada. That's really nice. Thank you for being with us. Wir des Bildungswerks Stanislav Hans freuen uns wirklich sehr, dass so viele gekommen sind. Wir haben natürlich gehofft, dass der Raum voll sein würde, aber es ist tatsächlich schon auch eine kleine Überraschung, dass nun so viele da sind, dass wir nicht genug Stühle haben. Und es ist auch nicht selbstverständlich, weil es zeigt, dass inzwischen durchaus Interesse besteht an der Auseinandersetzung mit diesen Orten, mit den Lagern der sogenannten Aktion Reinhard, die ja lange Zeit als vergessene Orte galten und die uns, dem Bildungswerk, ja schon sehr lange am Herzen liegen. Seit Jahrzehnten kann man inzwischen schon sagen, seit mehr als 20 Jahren organisieren wir Bildungsreisen an diese Orte, sowohl nach Polen, eben zu diesen Orten der ehemaligen Lager der Aktion Reinhard, aber auch in die Ukraine, ins Baltikum, und versuchen auf den Reisen, aber auch in verschiedensten gedenk- und erinnerungspolitischen Initiativen und Projekten eine Auseinandersetzung zu ermöglichen mit den Orten während der Zeit des Nationalsozialismus und danach, aber auch mit der Gegenwart und mit der Zukunft. Und wir werden hoffentlich auch heute Abend in dem Zusammenhang hier Zeit haben, darüber zu sprechen. Meine beiden Kollegen, die hier mit mir und mit Ada heute Abend auf dem Podium sitzen, Steffen Henschen und Elke Möller, sind beide seit vielen Jahren auch im Bildungswerk aktiv und haben nicht zuletzt auch großen Anteil daran, dass der Kontakt zur Familie Willenberg seit sehr vielen Jahren inzwischen auch aufrechterhalten werden kann. Unter anderem den beiden und einigen anderen ist es zu verdanken, dass schon 2007 die Skulpturen, die Samuel Willenberg in den Jahrzehnten nach seiner Erfahrung in Treblinka gemacht hat und in denen er eben diese Erfahrung auch verarbeitet hat, nach Deutschland kommen konnten. Und ja, nicht zuletzt Steffen hat auch einen großen Anteil daran, dass Samuels Buch inzwischen auch in Deutsch vorliegt. Ich glaube, ihr könnt es auch da hinten auf dem Büchertisch finden, weil er nämlich das Buch übersetzt hat. Und er wird auch heute Abend, wie ihr vielleicht schon entdeckt habt, mit der Übersetzung helfen. Das heißt, Ada wird auf Polnisch sprechen und ich auf Deutsch, beziehungsweise ich werde die Fragen auf Englisch stellen. Haben wir uns vorhin überlegt, um ein bisschen Zeit zu sparen. Genau. Und Steffen wird es dann wieder auf Deutsch übersetzen. In unserer Arbeit für das Bildungswerk taucht immer wieder die Frage auf, wie eigentlich damit umzugehen sei, dass die Überlebenden, also diejenigen, die aus eigener Erfahrung von den vom nationalsozialistischen Terror berichten können, nach und nach sterben. Oft haben wir schon darüber diskutiert, wie unser Verein, der ja immerhin auch in engster Zusammenarbeit mit einem Überlebenden, dem 2008 verstorbenen Stanislav Hans, gegründet und aufgebaut wurde, wie wir in Zukunft unsere Arbeit gestalten wollen. Schließlich war eben die Zusammenarbeit und der Austausch mit den Überlebenden immer auch Kernstück unserer Arbeit. Aber, das müssen wir an der Stelle auch feststellen, die Realität hat uns hier ein- bzw. überholt. Viele von denen, mit denen wir über viele Jahre zusammengearbeitet haben, darunter Thomas Blatt, Jules Schelvis, Selma Engel und eben auch Samuel Willenberg, der 2016 verstorben ist, sind nicht mehr unter uns. Und mit Semyon Rosenfeld ist im Juni diesen Jahres auch noch der letzte Überlebende der sogenannten Lager der Aktion Reinhard von uns gegangen. Der Moment ist also gekommen, in denen wir niemanden mehr haben, der uns mahnen und aus eigener Erfahrung von den Ungeheuerlichkeiten dieser Lager berichten kann. Und es ist nun an uns, sinnvolle, was auch immer das heißen mag, Wege zu finden, dies an ihrer Stelle zu tun.
Ein naheliegender Weg ist dabei der Austausch mit jenen, die über Jahrzehnte hinweg ihr Leben mit den Überlebenden teilten und ihre Traumata, den Schmerz, die Wut, aber auch den Umgang damit selbst erlebten. Ehepartner, Kinder, Enkel, viele haben diese Erfahrung gemacht und sind dadurch schließlich selbst zu Zeugen geworden. Ada Willenberg ist beides. Selbst Überlebende, die als Kind dazu gezwungen wurde, im Warschauer Ghetto zu leben, dann herausgeschmuggelt werden konnte und schließlich versteckt auf der sogenannten arischen Seite vor der Ermordung gerettet wurde. Aber sie ist auch Angehörige, Lebenspartnerin von Samuel Willenberg, mit dem sie seit 1946 ihr Leben teilte und mit ihm gemeinsam versuchte, einen Weg zu finden, mit dem Erlebten weiterzuleben. Zusammen und auch gemeinsam mit Tochter Orit haben sich die beiden über viele, viele Jahrzehnte in Treblinka engagiert und setzen sich dort für ein angemessenes Gedenken und vor allem für ein Bildungszentrum ein. Hoffentlich werden wir auch und wir werden bestimmt auch über dieses Bildungszentrum später reden können, für den sie 2013 schon gemeinsam den Grundstein gelegt haben in Treblinka und das nun tatsächlich gebaut werden soll. Es ist ein Anfang und es bleibt interessant zu sehen, wie sich der Ort in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Und ich freue mich jedenfalls sehr darauf zu hören, welche Ideen und Vorstellungen Frau Willenberg für Treblinka heute im Jahr 2019 hat. Bevor wir nun anfangen, möchte ich nur noch ganz kurz einige organisatorische Dinge klären. Wir werden die Veranstaltung quasi zweiteilen. Das heißt, wir beginnen mit einem Teil über Ada, über Adas Geschichte und werden an dem Punkt, an dem sie ihr Leben, das von Samuel kreuzte, einen kurzen Einschub von Elke bekommen, eine kurze Einführung in die Aktion Reinhardt und Treblinka und auch Samuels Leben und dann den zweiten Teil des Abends damit verbringen, über Samuel und über die Geschichte der beiden sprechen. Ich habe schon gesagt, ich werde auf Deutsch sprechen, Elke auch, Ada wird auf Polnisch sprechen und Steffen wird übersetzen. Wir könnten sicherlich zwei Tage hier sitzen, um über die beiden zu sprechen. Wir haben aber leider nur zwei Stunden. Wir werden unser Bestes geben, dass wir in den zwei Stunden so viel wie möglich erfahren können von den beiden. Deshalb höre ich jetzt auch auf und fange an. Wir kommen gerade die Bitte an, die Fragen doch auf Deutsch zu stellen. Okay, gut. Ja, wir werden die Fragen auf Deutsch stellen und uns einfach ein bisschen beeilen. Liebe Ada, du bist im Januar 1929 in Warschau geboren, das heißt 10 Jahre bevor der Krieg begonnen hat. Kannst du ein bisschen erzählen davon, wie die ersten 10 Jahre deines Lebens, wie du die erlebt hast? So haben. Pierwsze 10 lat. Nie, przede wszystkim to ja chcę podziękować, że tyle osób się tutaj zjawiło, bo ja nie spodziewałam się tego, że będzie tak wielkie zainteresowanie. Chcesz przetłumaczyć? Also erstmal möchte ich mich dafür bedanken, dass hier so viele Leute gekommen sind, das habe ich nicht erwartet. To jest bardzo ważne, że wy jeszcze właśnie chcecie przyjść i mnie słuchać, bo niestety już to się kończy. Już nie będzie dużo takich, którzy mogą opowiadać o swoich własnych przeżyciach. Das ist sehr wichtig, dass ihr hier kommt und das hört. Es gibt einfach nicht mehr viele, die darüber reden können, was passiert ist und was sie erlebt haben. Ja mam to szczęście, że chociaż mam już przeszło 90 lat, to jeszcze na razie jestem w stanie opowiadać o tym, co mnie się osobiście wydarzyło. Also ich habe das Glück, auch wenn ich schon über 90 Jahre alt bin, dass ich noch davon erzählen kann, was ich erlebt habe und was ich durchlebt habe. Ze względu na to, że czasu jest mało, to ja będę się starała jak najbardziej skrócić moje opowiadanie. Also wir haben ja heute nicht so viel Zeit. Ich werde also versuchen, möglichst kurz über die Geschehnisse zu sprechen. Kiedy wojna wybuchła, ja miałam 10 lat. Tak krótkie zdanie, co
Also, als der Krieg ausbrach, war ich 10 Jahre alt. Do wojny ja miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo, bo byłam jedynaczką i mieszkałam razem z babcią i z wujkiem. Also vor dem Krieg hatte ich eine sehr glückliche Kindheit. Ich habe zusammengelebt, auch mit meiner Oma und mit meinem Onkel. Nasze mieszkanie znajdowało się w Warszawie, w dzielnicy żydowskiej. Also unsere Wohnung hat sich in einem jüdischen Viertel in Warschau befunden. To jest ciekawe, ale nawet przed wojną Żydzi lubieli się skupiać razem. To było stworzyli sami taką dzielnicę żydowską. Das ist interessant, dass die Juden vor dem Krieg eigentlich auch ohne Zwang ein eigenes Viertel geformt haben, also dass sie zusammen gewohnt haben. Także ja przed wojną prawie, że nie znałam w ogóle chrześcijan. Ja tylko obracałam się wśród Żydów. Also ich zum Beispiel habe vor dem Krieg eigentlich keine Christen gekannt. Ich habe mich immer nur unter Juden bewegt. Jak wojna wybuchła, ja miałam 10 lat. Als der Krieg ausbrach, war ich 10 Jahre alt. I po prostu na początku najstraszniejsza rzecz, która nam się wtedy wydarzyła, to było to, że Warszawa była bombardowana, szczególnie nasza żydowska dzielnica. Przypadkowo. Und das Schlimmste, was am Anfang passiert ist, dass Warschau bombardiert wurde und auch unser, eigentlich zufällig, das jüdische Viertel ziemlich zerstört wurde. Przypadkowo. Zufällig. Ja. Niemcy wkroczyli po kilku dniach i teraz zaczął się problem. Część Żydów ze względu na to, że Polska została zajęta przez Niemców i Rosjan w 1939 roku. Teraz część Żydów uciekała na stronę rosyjską. Also das war so, die Deutschen sind dann gekommen nach ein paar Tagen, haben die Stadt erreicht und das war ja so, dass von der einen Seite die Deutschen angegriffen haben und von der anderen Seite die Sowjets. Also hat sich ein Teil der Juden und Jüdinnen entschieden, dann Richtung Osten auf die sowjetische Seite zu fliehen. Szczególnie uciekali na stronę rosyjską ludzie samotni albo lewicowi, komuniści. Also es sind vor allen Dingen Linke gewesen oder Kommunisten, die geflüchtet sind oder auch Leute, die alleine standen, alleine waren. Mój ojciec, ze względu na to, że pamiętał Niemców z pierwszej wojny światowej jako naród kulturalny, a Rosjan jako barbarzyńców, postanowił, że on zostaje w Warszawie. Mein Vater hat sich entschieden, in Warschau zu bleiben. Und zwar deswegen, weil er noch die Deutschen kannte aus dem Ersten Weltkrieg und sie als kulturelle Nation empfunden hat, im Gegensatz zu den Russen, die als Barbaren quasi bekannt waren. I rzeczywiście na początku żyło się zupełnie normalnie. Także zdawało nam się, że trudno zmienić, nie ma Polaków, ale są Niemcy. Also am Anfang war es auch so, dass das Leben eigentlich relativ normal weiterlief und wir dachten, naja, schwierig, jetzt sind es halt nicht mehr die Polen, sondern die Deutschen. Ale któregoś dnia przyjechała ciężarówka pod nasz dom i kazali mojemu ojcu wyciągać skóry. A wiesz, te skóry to były tak grube, se na podzelówki, to możesz powiedzieć, bo znasz to. I pobili go przy tym i wrócił do domu cały zalany krwią. Aber eines Tages ist dann ein Lastwagen mit Deutschen bei unserem Haus vorgefahren und unsere Familie hatte einen Betrieb, einen Lederbetrieb. Da wurden Sohlen von Schulen hergestellt, für eine deutsche Firma war das. Und dann wurde ihm befohlen, diesen Vorrat von Ledern auf den Lastwagen zu laden. Und dabei ist er dann sehr schwer geschlagen, zusammengeschlagen worden. Und cały zakrwawiony. I on wtedy powiedział, że on u Niemców więcej nie zostaje. Und er war völlig voller Blut und hat dann gesagt, so, nee, das geht so nicht, hier kann ich nicht bleiben.
I wtedy no postanowił, że on sam najpierw pójdzie na tą rosyjską stronę, a jak się urządzi, to sprowadzi nas też tam. Und er hat sich dann entschieden, dass er dann doch auf die sowjetische Seite geht und, und erstmal alleine und uns dann später nachholt. On wybrał taką małą miejscowość niedaleko Warszawy, no nazwisko o imię Czyżew, bo tam była jego rodzina i on wiedział, że tam będzie mógł zdobyć obywatelstwo rosyjskie. Und er hat dann eine kleine Ortschaft gewählt, die nicht so weit weg war von Warschau, Richtung Osten, Przyszew hieß die. Und da hatte er Familie und deswegen konnte er sich dort Papiere machen lassen und deswegen ist er dorthin gegangen. Bo to było ważne właśnie, żeby miał te papiery jako obywatel tego miejsca, bo wiadomo było, że Rosjanie wysyłają na Syberię tych wszystkich, którzy uciekali z tamtej strony, też tak jak burżujów, tych bogatych i inteligencję na Syberię. Und das war sehr wichtig, Papiere sich zu organisieren auf der sowjetischen Seite. Es war nämlich bekannt, dass die Sowjets diejenigen, die entweder zur Bourgeoisie gehörten, und oder aber auch diejenigen, die geflüchtet waren aus dem Westen, nach Sibirien schicken. I rzeczywiście udało mu się. On tam się posadził, że tak powiem, usiadał się i ściągnął na, po krótkim czasie dostał pracę w stołówce dla oficerów. Also es ist ihm tatsächlich gelungen, dahin zu gehen und hat auch Papiere bekommen, falsche Papiere quasi, und hat dann angefangen, in einem Offiziersclub für sowjetische Soldaten Restaurant, zu arbeiten. Restaurant. Ein Restaurant, ja. I sprowadził nas z Warszawy, myśmy, ja i moja mama, przyjechałyśmy do niego i zaczęło się normalne życie w Czyżewie. Und dann sind wir auch dahin gekommen und dann hat eigentlich für uns ein relativ normales Leben in diesem kleinen Ortschaft auf der sowjetischen Seite begonnen. Ja zaczęłam się uczyć w rosyjskiej szkole, uczyłam się rosyjskiego i białoruskiego. Mieliśmy jeden pokój, ale ojciec pracował w tej stołówce i było co jeść, było dobrze. Also ich bin dann auf eine russische Schule gegangen, ich habe auch Russisch gelernt und es ging uns, wir haben in einem Zimmer gewohnt, aber eigentlich muss man sagen, dass es uns ganz gut geht und Vater hat halt die ganze Zeit in diesem Offiziersrestaurant gearbeitet. Wszystko było dobrze, ale w pewnym momencie tam były jakieś kradzieże w tej stołówce i mój ojciec na wszelkich chciał się z tej pracy jakoś wydostać. Das ging so lange gut, bis dann in diesem Restaurant es zu Diebstählen kam und aufgrund dieser Diebstählen hat mein Vater dann Angst bekommen und er wollte irgendwie da wegkommen von der Arbeit, weil er hatte Angst, dass er beschuldigt wird. Ale jego nie chcieli zwolnić, bo on był potrzebny i wtedy on dostał nagle zaproszenie do wojska na 6 tygodni na ćwiczenia i on pomyślał, że w ten sposób się zwolni z tej pracy. Und sie wollten ihn aber nicht gehen lassen, sie wollten ihn nicht entlassen dort. Und dann hat er aber den Aufruf bekommen, in die Armee zu gehen für ein Training, für Übungen, 6 Wochen lang. Also ist er dann die Rote Armee gegangen für 6 Wochen. Ja, on był właśnie zadowolony, że w ten sposób on się zwolni z tej pracy. Jak wróci, to już ktoś inny będzie na jego miejscu. Und er hat sich gedacht, er hat sich gefreut darüber, weil er dachte, wenn er jetzt weg ist 6 Wochen, dann kommt er zurück und dann hat jemand anders seine Arbeit und er ist das los. Ale po 2 tygodniach jego służby wybuchła wojna między Rosjanami i Niemcami i on prawdopodobnie został zabity. Ja nie wiem dokładnie, czy tak, czy nie. W każdym razie od wtedy już o nim nie słyszałam. Aber dann ist es so gewesen, dass 2 Wochen später der Krieg ausgebrochen ist zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion und daraufhin ist er dann umgekommen, er ist verschwunden. Ich habe seitdem nie wieder gehört etwas davon, was mit ihm passiert ist. I teraz myśmy zostały same z mamą po stronie już niemieckiej, bo teraz Niemcy byli już tam i byłyśmy same we dwójkę. Und wir waren, also ich war jetzt mit meiner Mutter alleine da und wir waren uns auf uns selbst gestellt. Jetzt war das ja schon wieder ein deutscher Teil des Deutschen, es war ja besetzt von den Deutschen, also es wieder ein Teil des Deutschen Reichs sozusagen, besetzten Gebiete. Któregoś dnia Niemcy, da był rozkaz, żeby cała ludność tego Czyżewa stawiła się na placu przy kościele.
Und eines Tages haben die Deutschen dann kurz danach einen Befehl ausgegeben, dass sich die gesamte Bevölkerung, die gesamte jüdische Bevölkerung bei der Kirche aufstellen musste auf dem Marktplatz in dieser Ortschaft. To był bardzo gorący dzień, więc moja mama powiedziała, wiesz co, ty jesteś dzieckiem, nie musisz iść też i zostań lepiej w domu razem z kuzynem. Und es war ein sehr heißer Tag, es war irgendwie 40, 45 Grad heiß und meine Mutter hat dann gesagt, also es ist vielleicht besser, wenn du nicht dahin gehst, du bist ein Kind, du bleibst zu Hause und ich bin also im Keller versteckt dann zu Hause geblieben mit dem Cousin zusammen. I wtedy właśnie, jak ta cała ludność była zgrupowana na tym placu, Niemcy powiedzieli, że oni w mieście nie potrzebują więcej jak 100 osób do pracy, a wszyscy inni będą posyłani do pracy w okolicy. Und die Deutschen, als dann alle die jüdischen Menschen dort zusammengekommen waren, haben dann gesagt, hier in dem Ort dürfen nur 100 Juden und Jüdinnen bleiben, die können hier arbeiten, die anderen werden in die Umgegend geschickt, dort zur Arbeit, weil es nicht genug Arbeit hier vor Ort gibt. Ja, w okolicy. I wybrali 100 osób, ale moja mama nie była wśród tej setki. Und sie haben dann 100 Personen ausgewählt, aber meine Mutter war nicht unter diesen Personen. Ale ona wiedząc o tym, że ja zostałam tam sama, a nie chciała, żebym ja tam sama była, to doszła do Niemca i powiedziała, że zna języki, zna francuski, niemiecki, rosyjski, polski, że myśli, że ona może im się przydać na miejscu. Meine Mutter, die hat ja gewusst, dass ich mich da versteckt gehalten habe und wollte unbedingt bleiben, ist dann auf einen Deutschen zugegangen, hat gesagt, aber ich bin hier doch vielleicht notwendig, ich spreche Deutsch, Französisch, Polnisch und deswegen bin ich doch hier von Nutzen. I wtedy oni się zgodzili i ją zostawili, także zostało 101 osób. Also, sie haben sich dann entschieden, dass sie bleiben konnte, es sind also nicht 100 Leute zurückgeblieben, sondern 101. Później się okazało, że ci wszyscy, którzy mieli zostać wysłani niby to do pracy w okolicy, zostali zabici w okolicznych lasach. Und später hat sich dann rausgestellt, dass alle, die da in die Umgegend zur Arbeit geschickt werden sollte, in einen Wald in der Nähe getrieben wurden und dort sämtlichst erschossen wurden. Myśmy zostały z mamą same w tym Czyżewie. Niemcy byli tu, Niemcy byli tam. Postanowiłyśmy, że wracamy do Warszawy, bo wiedziałyśmy, że nasze mieszkanie jest w getcie. Also wir sind da ja dann alleine geblieben, meine Mutter und ich, und wir haben Deutschen waren da auf der anderen Seite und deswegen haben wir uns entschieden, zurück nach Warschau zu gehen, weil dort hatten wir schließlich noch eine Wohnung. Also zurück nach Warschau ins Ghetto. Wyjście do getta to była makabra. Also das Reinkommen in das Ghetto war makaber. Bo myśmy właściwie wyszły z wolnego świata, wyszłyśmy z wolności i nagle wlazłyśmy za ogrodzenie, za drut, nie druty, tylko za mury, bo w Warszawie były mury. Also wir haben ja quasi die freie Welt verlassen, sind auf die andere Seite gegangen und dort waren wir dann hinter Mauern, also hinter Stacheldraht, aber eigentlich waren das ja Mauern. Ale wejść do getta nie był problem. Problem był wyjść. To nie był problem, żeby się tam dostać. Also das Reinkommen in das Ghetto war überhaupt gar kein Problem. Das Problem war eher wieder rauszukommen. Ale my już jesteśmy w środku. Jesteśmy i nie mam powrotu. Aber wir waren ja schließlich schon drin. Und jetzt waren wir drin und es gab kein Zurück mehr. Ten pierwszy widok, jaki się pokazał naszym oczom, to były leżące na tortuarach trupy. Der erste Blick, was wir zuerst gesehen haben, waren überall herumliegende Leichen. Bo ludzie w tym okresie już umierali z głodu w getcie. Weil zu diesem Zeitpunkt sind die Menschen schon vor Hunger im Ghetto gestorben. I wtedy wynoszono ich z mieszkań, przykrywano ich gazetami, kładno kamienie, żeby te gazety ich przykrywały, ale nie przykrywały ich. Also das war so, dass man die Toten aus den Wohnungen geholt hat und auf die Straßen gelegt hat. Und dann hat man die mit Zeitungen zugedeckt und auf die Zeitungen Steine gelegt. Aber die Zeitungen sind halt hochgeflogen, man hat das immer noch sehen können. I to było straszne, widzieć spuchnięte nogi, spuchnięte ręce, twarze jak szkielety. Das war schrecklich zu sehen. Die Gliedmaßen waren alle geschwollen, Beine und Arme und die Gesichter sahen aus wie Skelette. Ale my
dostałyśmy się do naszego mieszkania. Nasze mieszkanie przed wojną w trzech pokojach mieszkało 5 osób. Wir sind aber dann zu unserer Wohnung gegangen und unsere Wohnung, da gab es 6 Zimmer vorher und da haben vor dem Krieg 3 Zimmer und dort haben vor dem Krieg 5 Personen gewohnt. A teraz tam było już 17 osób. Jetzt waren es 17 geworden. Ja nie wiem, czy oni się orientują, ale getto to było 5%. Obszar getta to był 5% całej Warszawy. Also ich weiß ja nicht, ob ihr das wisst, aber das Ghetto waren etwa 5% der Oberfläche des Gebiets von Warschau. A ludności było przeszło 20%, z tym, że dodało się jeszcze z okolic. Aber die Prozentzahl der jüdischen Bevölkerung war 20% und dazu kamen halt auch noch jüdische Menschen aus den umliegenden Ortschaften. Także w tym naszym mieszkaniu jeszcze stosunkowo luźno było 17 osób. Also das bedeutet, dass es in unserer Wohnung eigentlich noch relativ viel Platz gab, nur 17 Personen und nicht mehr. Ale byliśmy u siebie, byliśmy z moją babcią i z moim wujkiem. Aber wir waren jetzt schließlich bei uns, wir waren bei meiner Oma und bei meinem Onkel, also bei uns. Mój wujek był 17 lat ode mnie starszy i był dla mnie tak jak starszy brat. Mein Onkel war wie ein älterer Bruder für mich, der war 17 Jahre älter als ich. No i teraz my żyjemy w tym getcie. Stosunkowo nam nie było tak strasznie, myśmy z głodu nie umierali. Also wir haben jetzt also im Ghetto gelebt und uns ging es eigentlich noch relativ gut. Wir sind nicht vor Hunger gestorben. Dlatego, dort. Że jeszcze zostało trochę towaru i mój wujek przeszmuglował to na aryjską stronę, a oni nam przysyłali jedzenie. Das war nämlich so, dass noch etwas von den Waren von vor dem Krieg übrig geblieben ist, von den Lederwaren. Und mein Onkel hat die dann auf die arische Seite geschmuggelt und dafür haben wir dann Lebensmittel bekommen und davon konnten wir uns ernähren. Ale nie mniej okropne było, jak wychodziło się na ulicę. Moja matka chodziła z drobnymi pieniędzmi i obdarowywała tych wszystkich żebraków, którzy umierali z głodu. Aber es war immer schrecklich, auf die Straße zu gehen und meine Mutter, die hat dann immer auch Kleingeld mitgenommen für die ganzen Bettler, die auf der Straße waren, die immer die vor Hunger gestorben sind dort. Były takie grupy żebraków, były dziewczynki, które śpiewały o tym, oj ta bona, ja nie chcę oddać bonę, bo to jest cholera i bony nam odbiera. Były cały szereg różnych piosenek takie o tym, że myśmy dostawali takie przydziały żywnościowe, to się nazywało bona. Also es gab so Gruppen von Bettlern, die sich zusammengetan haben. Zum Beispiel Mädchen haben sich zusammengetan, die haben dann Lieder gesungen. Die haben dann Lieder gesungen über die Bons, weil man hat so Lebensmittelgutscheine bekommen. Und diese Lebensmittel, die haben dann Lieder darüber gemacht. I były takie piosenki właśnie o tym, że ten, który je wodzi, tych trupów wszystkie, te trupy, które zbierał, on im zabierał te bony, ty rozumiesz? Bo dzięki temu on je później sprzedawał. Także były takie specjalnie ułożone piosenki na ten temat. Es gab zum Beispiel ein spezielles Lied, was gesungen wurde. Da ging es darum, dass diejenigen, die die Leichen rausgeholt haben und transportiert haben, die haben dann diese Lebensmittelgutscheine mitgenommen und haben die dann später eingetauscht in Lebensmittel. Und das war zum Beispiel ein Thema von Liedern dort. Któregoś dnia ja szłam z moją mamą ulicą i w pewnej chwili z daleka dolatuje do nas taki chłopczyk, jak wyglądał jak szkielet i prosił o jałmużnę, zbliżał się do nas. Also einmal bin ich mit meiner Mutter auf der Straße gewesen, dann kam so ein Junge an und der war so aus wie ein Skelett und total abgemagert und er hat uns um einen Almosen gefragt. I w pewnej chwili, jak już on był blisko nas, to nagle cofnął się i zaczął uciekać, nie wziął pieniędzy. Und als er uns gesehen hat, hat er angehalten, hat sich umgedreht und ist wieder weggelaufen. Ja tego nie mogłam zrozumieć, przecież chłopczyk chciał jałmużnę, dlaczego on uciekł? Co się okazało? Also ich habe das nicht verstanden, warum ist er erst gekommen und wollte etwas und hat er sich umgedreht und ist plötzlich weggelaufen. A później się okazało, że to był kolega mój szkolny, który przed wojną był grubym chłopczykiem.
Jego rodzice zostali wysłani widocznie i on był, umierał z głodu. Und es hat sich dann später herausgestellt, dass es irgendwie ein Schulkamerad von mir war, der war eigentlich eher ein bisschen dicklich in der Schule und dem seine Eltern sind halt weg, verschickt worden, deportiert worden, der ist alleine geblieben und jetzt war er halt fast am Sterben vor Hunger. On wolał nie dostać tych kilku groszy, ale żebyśmy go nie widziała w takim stanie, jak on teraz był. Und er ist dann weggelaufen, weil er nicht wollte, dass wir sehen, in welchem Zustand er sich mittlerweile befand. To jest jedna z wielu scen, których nie ma czasu opowiadać, ale którego byłam świadkiem w tym okresie, kiedy byłam w getcie warszawskim. Das ist eine von ganz vielen zehn Situationen, die sich abgespielt haben da im Ghetto, die man, wir haben jetzt, wo wir keine Zeit haben, um die alle zu erzählen, die dort passiert sind und wo ich Zeugin von geworden bin. W tym okresie powstała Treblinka. Und in dieser Zeit ist dann auch Treblinka entstanden. Na początku Niemcy wydali rozkaz, że wszyscy ci, którzy się dobrowolnie zgłoszą na Umschlagplatz, dostaną bochenek chleba i słoik marmolady. Am Anfang haben die Deutschen dann bekannt gegeben, dass alle, die sich freiwillig beim Umschlagplatz melden, ein Stück Brot bekommen und ein Glas Marmelade. To wszyscy ci, co umierali z głodu, zgłaszali się na ochotnika. Und das bedeutete, dass alle, die eigentlich vor Hunger schon fast starben, sich freiwillig gemeldet haben und dorthin gegangen sind. I to trwało jakiś krótki okres. Das hat aber nur eine kurze Zeit lang so gedauert. Tymczasem Niemcy też zaczęli się zastanawiać, że szkoda, żeby tyle Żydów, którzy siedzi w getcie, żeby nie wykorzystać ich do pracy. Und dann haben die Deutschen auch gedacht, dass so viele Juden im Ghetto, das ist ja schade drum, die nicht auch zur Arbeit zu bringen und sie auszubeuten. I wtedy stworzyli cały szereg tak zwanych shopów. Und also haben sie so eine ganze Reihe von sogenannten Shops gegründet. To były fabryki, które pracowały dla Niemców, to były fabryki broni, to były fabryki szczotkarskie, to były fabryki różnych rzeczy. Es waren kleine Werkstätten, diese Werkstätten, Fabriken, die Fabriken, und die haben produziert für deutsche Firmen, also Munition zum Beispiel produziert, Waffenproduktion, aber auch Bürsten zum Beispiel. Po to, żeby dostać się do takiej fabryki, każdy chciał być zatrudnionym, bo rozumiał, że w ten sposób nie wyślą go. No, nikt nie wyobrażał sobie, że się wysyła na zagładę, tylko myśleli, że może do obozów pracy. Also, und alle haben eigentlich versucht, dort eine Arbeit zu bekommen, weil auch wenn vielleicht nicht bekannt war, dass die Transporte in den Tod gingen, weil das war damals noch nicht bekannt, war doch klar, dass wenn man wegkommt, dass man vielleicht in ein Arbeitslager kommt, das wollte auch niemand. Also haben alle versucht, dort eine Arbeit zu bekommen. Po to, żeby dostać się do takiej fabryki, to trzeba było dawać łapówkę. Wiesz, co łapówka? Zapłacić forsę. Also um einen Job zu bekommen in so einem Shop, musste man Bestechungsgelder bezahlen. Moja mama sprzedała biżuterię i dostałyśmy się do fabryki szczotek. Aha, und meine Mutter hat also ihren Schmuck verkauft und so sind wir dann in eine Werkstatt, wo eine Bürstenwerkstatt gekommen. Teraz w tych fabrykach pracowałyśmy, ale Niemcy jednak myśleli, że na pewno ukrywają się tam starzy i dzieci i dlatego co jakiś czas były akcje. Also es war so, dass die Deutschen, die haben das dann ja mitgekriegt da in den Fabriken und die wollten nicht, dass sich dort Alte oder Kinder verstecken, also haben sie regelmäßig sogenannte Aktionen durchgeführt. Akcja polegała na tym, że kazali wszystkim pracownikom wyjść na podwórze. W Polsce były duże podwórze, tak jak w Berlinie. Also sie haben also befohlen regelmäßig, dass alle Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Hof kommen. Also es ist so, in Polen gibt es ähnlich wie hier in Deutschland ja auch viele Höfe immer bei den Häusern. I moja mama bała się o mnie, bo ja byłam mała, miałam wtedy 13 lat, byłam mniejsza niż na swój wiek, byłam chuda, także nie wyglądałam na mniej niż miałam. Und meine Mutter hat dann entschieden, weil ich sah relativ jung aus für meine 13 Jahre. Ich war kleiner und war irgendwie sah einfach jünger aus als 13. To ona mi malowała w usta, robiła mi wysoką fryzurę, wkładała mi swoje pantofle na wysokim obcasie, żebym wyglądała na starszą niż jestem.
Und meine Mutter hat daraufhin mir dann die Lippen angemalt, rot und Locken und auch irgendwie... Eine hohe Frisur. Hohe Frisur. Genau, Locken, hohe Frisur und auch Schuhe mit Absätzen irgendwie angezogen, damit ich älter aussah. I przeszło kilka akcji, wszystko było w porządku, przechodziłam. Und ich kam so dann durch mehrere sogenannte Aktionen durch auf diese Weise. Ale 18 sierpnia 42 roku to była wielka akcja tak zwana. Aber am 18. August 1942 hat die sogenannte große Aktion stattgefunden. Kazali znowu wszystkim pracownikom zjawić się na tym podwórzu. Und sie haben wieder befohlen, allen Arbeiterinnen auf diesen Hof zu kommen, sich aufzustellen. I kazali nam się ustawić rzędem, jeden za drugim. Wiesz, tak gęsiego, jeden za drugim. Und sie haben befohlen, dass alle sich in einer Reihe aufstellen sollten, hintereinander. I moja mama była pierwsza, ja stałam za nią. I w pewnym momencie ona się odwróciła i widziała, że za mną stoją małe dzieci. Na tle tych dzieci ja wyglądam też jak dziecko. Also es war dann so, dass meine Mutter als Erste da stand und ich dahinter. Und sie hat sich dann einmal umgedreht und hat gesehen, dass ich da stand und hinter mir dann eigentlich viele Kinder standen, die hinter mir dann aufgereiht standen. I ona powiedziała, to nie jest dobrze, na tle tych dzieci to ty też wyglądasz na dziecko. I zmieniła się ze mną miejscem. Teraz ja byłam pierwsza, ona za mną, a za nią te dzieci. Und deswegen hat sie dann entschieden, dass sie mit mir den Platz tauscht, weil irgendwie dann bin ich nicht mehr zusammen mit den Kindern. Also ich war dann die Erste in der Reihe und dann kam sie und danach erst die Kinder. Ale tego dnia Niemcy w ogóle nie szukali ani starych, ani dzieci. Tylko mówili links, rechts, links, rechts. Aber an diesem Tag haben irgendwie die Deutschen gar keine Kinder mehr und Alte mehr gesucht, sondern sie haben einfach nur gesagt links, rechts, links, rechts. I przez to, że myśmy się zmieniły miejscami, ona poszła na rechts i poszła do Treblinki, a ja poszłam na links i zostałam na miejscu. Und deswegen, weil wir die Plätze getauscht haben, ist sie dann nach Treblinka gekommen, nach rechts und ich nach links und konnte bleiben. I teraz ja zostałam sama z babcią w getcie. Also bin ich jetzt alleine mit meiner Großmutter geblieben im Ghetto. Ale moje ciotki i mój wujek byli już na ryjskiej stronie, już im udało się dojść na ryjską stronę, na polską stronę. Aber meine Tanten und mein Onkel, denen war es schon gelungen. Ja zostałam sama z babcią i wtedy faktycznie powiedział, że ja zostałam sama z babcią. Okay, also ich bin alleine geblieben mit meiner Oma dann im Ghetto. Und zu dem Zeitpunkt war es schon so, dass meine Tante, mein Onkel schon es geschafft hatten, auf die polnische, also auf die arische Seite zu kommen, sich dort zu verstecken. Mhm. I oni wtedy już zawalali światy, starali się mnie stamtąd też, babcie najpierw wyciągnięto, a później postanowili, że trzeba mnie też, dla mnie znaleźć miejsce i mnie wyciągnąć. Und die haben sich dann entschieden, dass sie auch mich und die Oma halt aus dem Ghetto rausholen. Das ist dann auch gelungen. Erst haben sie die Oma aus dem Ghetto geholt und dann auch mich. Ja tak bardzo nie byłam wtajemniczona w to, jak to wyglądała ta cała ucieczka, bo bali się, że jestem dzieckiem i jak mnie znajdą, Niemcy mnie złapią, to mogę wysypać to. Także ja nie wiedziałam wtedy, jak to pracowało. Also ich war nicht besonders eingeweiht da drin, weil ich, wie das eigentlich funktioniert hat, wie das abgelaufen ist und wie das organisiert wurde, weil ich war noch ein Kind und man hatte Angst davor, wenn ich als Kind von den Deutschen geschnappt werde, dass ich dann vielleicht erzähle, wie das funktioniert hat und das wollten sie nicht zu, dass es nicht passiert. Ja, teraz z perspektywy czasu rozumiem to, jak to szło. Aber jetzt mit der ganzen Zeit, die vergangen ist, verstehe ich, wie das gelaufen ist. Damals. Wyglądało to tak, że przede wszystkim czekano na to, żeby była noc bez księżyca, ciemna noc. Also vor allen Dingen war wichtig, dass man auf eine Nacht wartet ohne Mondlicht, also eine dunkle Nacht. I czekano na godzinę po dziewiątej, bo była godzina policyjna, kiedy nie wolno było Polakom chodzić po ulicach po dziewiątej.
Also es war verboten für Polen, nach 9 auf die Straße zu gehen, die sogenannte Polizeistunde. Und so muss man halt auch warten auf diese Zeit, wo dann eben Polen verboten war, auf der Straße sich aufzuhalten. W getcie można było, w getcie w nocy nie było Niemców, także można było podstawić drabiny. Also im Ghetto gab es nachts keine Deutschen, die haben sich da nicht aufgehalten. Man konnte also auf der Ghetto-Seite an der Mauer eine Leiter aufstellen. Przedtem jeszcze przygotowano mi fałszywą metryczkę, nauczyli mnie modlitw i dali mi krzyż. Vorher hat man mir noch eine falsche Geburtsurkunde gegeben, man hat mir beigebracht, wie ich bete, und man hat mir ein Kreuz gegeben. Teraz była jeszcze jedna rzecz. Były pogłoski w getcie, że po aryjskiej stronie poznaje się Żydów po tym, że nie mają futer, bo był rozkaz, że nie wolno futer mieć w getcie. W getcie nie wolno było mieć futer, trzeba było oddać futra. Also es ist noch eine Sache, die wichtig ist. Es gab so Gerüchte im Ghetto, dass Leute, Juden, Jüdinnen erkannt werden außerhalb des Ghettos, weil sie keine Pelze hatten. Weil Pelze waren verboten im Ghetto und Juden hatten keine Pelze mehr. Man musste sie nämlich abgeben, wenn man welche hatte. To trzeba było, mówiło się, że trzeba, jak ktoś już tego z getta wychodzi, to musi mieć przynajmniej jakiś kołnierzyk z tego. Ale nie było... Nie było tego, to zabili psa, zabili pieska. Widocznie były jakieś psy jeszcze w getcie i z tego zrobiono kołnierzyki dla kilku osób. Und das ist dann so, dass es besser war, wenn man dann zumindest am Kragen noch so ein bisschen Pelz hat. Und daraufhin hat man dann entschieden, ein Hunde, also anscheinend gab es noch Hunde im Ghetto. Und dann hat man halt Hunde genommen, hat die getötet und hat dann aus dem Fell der Hunde dann Fell für die Kragen gemacht. Teraz ja weszłam na tą drabinę. Weszłam na tą drabinę. I jak już byłam na samej górze, było powiedziane, że ja będę zeskoczę. I Polak jest widocznie przekupiony, który mnie złapie po drugiej stronie. Also es war so, dass ich auf die Leiter steigen sollte und dann auf der anderen Seite runterspringen und von einem Polen aufgefangen werden sollte, der dafür bezahlt wurde. I rzeczywiście ja wspinałam się dwa razy i dwa razy mi dali znak, żebym wróciła z powrotem, bo żandarm chodził naokoło muru, rozumiesz, i sprawdzał, czy ludzie nie uciekają. Also und zweimal bin ich da hochgegangen und konnte nicht rüber, weil der mir ein Zeichen gegeben hat, dass ich wieder zurückgehen soll, weil so ein Gendarm kam, der regelmäßig diese Mauer da irgendwie kontrolliert hat. Za trzecim razem mi się udało i ten Polak mnie złapał wtedy. Das dritte Mal ist es mir dann gelungen und der Pole hat mich auch tatsächlich aufgefangen. I zaprowadził mnie do domu naokoło, naprzeciwko, bardzo blisko muru. I tam miałam przeczekać noc i z rana ktoś mnie miał wziąć, żeby zaprowadzić mnie do miejsca, do Polaków, którzy mnie będą trzymać. Und er hat mich dann nach gegenüber gebracht in ein Haus, wo ich die Nacht bleiben sollte, bis mich dann morgens jemand abholt, warten sollte, bis mich morgens jemand abholt und dann zu jemand bringen sollte. Po różnych perypetiach, bo ja nie będę opowiadać szczegółów, trafiłam do bardzo porządnej polskiej rodziny. Also ich bin dann nach verschiedenen, sagen wir mal, Erlebnissen, Abenteuern, bin ich dann zu einer sehr gutherzigen polnischen Familie gekommen. Also ich will das jetzt nicht so vertiefen, das ein bisschen zu verkürzen. W tej rodzinie to było małżeństwo, które miało dziecko 3-letnie, z tym, że w mieszkaniu był jeden pokój. Das war ein polnisches Ehepaar mit einem 3-jährigen Kind, die hatten Einzimmerwohnung. Wiadomo było, że jeżeli okaże się, że dowiedzą się Niemcy, że oni trzymają Żydówkę, zabiliby całą rodzinę. Bo tak było w Polsce. Tak było w Polsce i na Litwie. Tak nie było ani we Francji, ani w Holandii. Also das ist so, dass es in Polen und in Litauen so war, dass wenn jemand erwischt wurde, also in Pole, dass er Juden oder Jüdin versteckt, dass die ganze Familie umkommt, umgebracht wurde. Das war nicht so in Frankreich oder in Holland, aber in Polen und Litauen war das so. I oni rzeczywiście w tym jednym pokoju, przez ten jeden pokój, przez ten czas, który ja byłam tam, przewinęło się 18 żydowskich dzieci, które ona wyciągała z getta i urządzała je na aryjskiej stronie.
Also das war tatsächlich so, dass durch diese kleine Wohnung in der Zeit, wo ich dort war, 18 Kinder durchgingen, die aus dem Ghetto rausgeschleust wurden auf die arische Seite. I te wszystkie dzieci zostawały czasem przez jedną noc, dwie noce. Jak sąsiedzi wchodzili, to myśmy ich chowali do szaf, żeby nie wiadomo, żeby ich nie widzieli. Also es war so, dass diese Kinder dann ein, zwei Nächte geblieben sind und wenn dann Nachbarn kamen in der Zeit, dann mussten die halt irgendwie in den Schrank sich verstecken, damit die Nachbarn nicht sehen, dass da jetzt noch andere Personen sich aufhalten. Ich muss mich kurz halten. To było opowiadanie o jednej dziewczynce, może jednak to opowiem, bo to jest ciekawe. Okay, es gab so eine Geschichte mit einem Mädchen und das ist interessant, vielleicht sollte ich das doch erzählen. Któregoś dnia było... Można? Któregoś dnia ona znalazła miejsce dla dziewczynki, bo Polacy byli gotowi wziąć, ale musi być dziewczynka, musi być blondynka, niebieskie oczy, dobrze mówić po polsku, bo oni jej nie schowają, tylko ona będzie oficjalnie, bo tam nie ma miejsca na schowanie. Also es gab immer so Wünsche von den Polen, was für jüdische Kinder sie dann nehmen würden. Also es waren meistens Mädchen und in diesem Fall war es eine, sollte es blond sein, blaue Augen haben und gut Polnisch sprechen. W getcie były telefony. Można było z getta dzwonić na ryjską stronę. Es gab im Ghetto Telefone, also man konnte auf die arische Seite telefonieren. I zadzwonili do niej, zawiadomili w getcie, że jest taka dziewczynka i że ją przyślą. Und sie haben dann angerufen und es gab den Kontakt und es wurde dann gesagt, es gäbe so ein Mädchen, das sollte kommen. I rzeczywiście Majeska poszła i dostała, ona się nazywa Majeska, ta Polka, o której myśmy byli. I ona dostała dziewczynkę czteroletnią, tak jak przyrzekli, mówiła dobrze po polsku, ale była czarna, miała czarne oczy i taki żydowski nos. Also, und die Frau Majeska, so hieß die, Frau Polin, bei der wir versteckt waren, dann kam dann wirklich das Kind, das war wirklich 4 Jahre alt, so wie versprochen, aber es hatte dunkle Augen und eine jüdische Nase. I to miejsce już przestało być aktualne. Also der Platz, der war nie aktuell. Nie aktuell, bo tam nie chcieli oni. Also das bedeutete, dass der Platz, wo die hin sollte, die nicht nehmen wollten. Das ging nicht. Ale przecież nie można dziecka z powrotem posłać do getta. Aber man konnte das Kind ja auch nicht zurückschicken ins Ghetto. Also a my mamy jeden pokój, jak przychodzą sąsiedzi, to trzeba ją chować do szafy. Und wir hatten ja nur ein Zimmer und man musste sie verstecken dann, wenn Nachbarn kommen, im Schrank. I teraz robił się problem, ale Majeska miała nadzieję, że za duże pieniądze znajdzie się ktoś, kto ją ukryje. Also damit hat natürlich ein Problem angefangen, aber die Frau Majewska, die hatte gedacht, naja, mit Geld und so, ich werde dann schon jemand finden, der die aufnimmt. I rzeczywiście czekaliśmy na te pieniądze, bo mama jest w getcie i ona te pieniądze ma przysłać. Und wir haben also auf das Geld gewartet, das kommen sollte und das sollte von der Mutter kommen, die im Ghetto war und die Mutter sollte das Geld schicken. Tak jak Majeska była odważna, tak jej mąż był tchórzem. On się ciągle denerwował i ciągle mówił, że przez twoje wariactwa to teraz wszyscy zginiemy razem z tą małą. Also so wie die Frau Majewska eine Heldin war, so war ihr Mann ein Feigling. Der hat immer gesagt, ah, du gefährdest uns hier alle und wir werden hier umkommen wegen dir. I my czekamy na te pieniądze, żeby ją gdzieś umieścić. Tymczasem któregoś dnia przychodzą sąsiedzi, i mówią do nas, chodźcie na dach, bo getto się pali, trzeba patrzeć, jak getto się pali. Und so haben wir also gewartet auf das Geld und eines Tages sind die Nachbarn gekommen und in die Wohnung und haben gesagt, ey, kommt, gucken aufs Dach, das Ghetto brennt. Ja nie chciałam iść na dach, bo nie chciałam na to patrzeć, ale Majeska powiedziała, musimy iść, bo to będzie podejrzanie, że coś, wszyscy idą, dlaczego my nie? Also die Frau Majeska, ich wollte nicht gehen, ich wollte mir das nicht angucken, aber die Frau Majeska hat gesagt, das geht nicht, du musst gehen, das ist gefährlich und das ist auch verdächtig, wenn du nicht gehst, also bin ich gegangen. I myśmy rzeczywiście poszli na ten dach i to było straszne patrzeć, jak getto się pali, jak ja w tym momencie wiemy, że pali się też matka tego dziecka i te pieniądze, które mają wdać.
Also das war so, wir haben dann, das war schrecklich, auf das Ghetto zu gucken und wie das Ghetto brennt. Und wir wussten gleichzeitig, jetzt brennt aber auch die Mutter und auch das Geld, was eigentlich geschickt werden sollte, wird nicht mehr kommen. Jak wróciliśmy do domu, to była taka wzruszająca scena, bo siedział ten Majewski swoim synkiem, który miał 3 lata na jednym kolanie, z tą dziewczynką 4-letnią na drugim kolanie i powiedział, wiesz co, ja postanowiłem, co będzie z tą małą, to będzie z nami, ona zostaje. Und als wir zurückkamen, dann hat dann der Vater, haben Sie gesehen, das war ein sehr mitreißender Moment, mitnehmender Moment. Der hatte nämlich auf dem einen Knie seinen Sohn, 3 Jahre alt, sitzen und auf dem anderen Knie das Mädchen, 4 Jahre alt. Und er hat gesagt, naja, weißt du was, ich habe mich entschieden, sie wird hier bleiben. Ona naprawdę została z nami. Und sie blieb dann wirklich bei uns. Ufarbowaliśmy jej włosy na blond. Wir haben ihre Haare dann blond gefärbt. A nie było wtedy jeszcze farb, to się wodą utleniono. Ja, es gab noch keine Farbe, um das zu machen, nicht zum Färben, sondern man hat das mit Leichwasser gemacht. Ona przeżyła wojnę i po wojnie ona mi opowiada, że do dzisiejszego dnia ona pamięta, jak ją paliła, paliła ją ta głowa od tej wody utlenionej. Also die hat auch den Krieg überlebt und die hatte nach dem Krieg, hat sie mir erzählt, wie ihr der Kopf gebrannt hat, als das Bleichmittel ihr auf den Kopf geschüttet wurde. Myśmy ją ciągle ukrywali, ale w pewnym momencie nie można było. I postanowiliśmy, że ona dobrze mówi po polsku i że jest blondynką, że będziemy ją wpuszczać na podwórze razem z dziećmi. Also wir haben die immer zu Hause gehalten, in dem Zimmer, aber irgendwie ging das irgendwann nicht mehr weiter und haben gedacht, na, jetzt hat sie blonde Haare, also lassen wir sie raus auf den Hof, um mit den anderen Kindern zu spielen. I wszystko było dobrze, ale któregoś dnia ja jestem sama z dwojgiem dzieci i pukają do drzwi i wchodzi grupa SS-man, polski policjant, tłumacz. Alles ging erstmal gut, aber dann eines Tages hat es an die Tür geklopft und da kam eine Gruppe an, ich war alleine mit den 2 Kindern und das war ein SS-Mann und ein polnischer Polizist und ein Übersetzer. Ja, ja byłam sama z dziećmi w domu, bo majestcy poszli do pracy i oni powiedzieli, my mamy donos, że tutaj się znajduje żydowskie dziecko. Und die sind gekommen, ich war ja alleine, weil die Majewskis, die waren auf der Arbeit und die haben gesagt, uns ist bekannt geworden, dass hier sich jüdische Kinder verstecken. Ja mówię, skąd? Tu nie ma żadnego żydowskiego dziecka, tu jest dziecko przyjaciółki pani Majewskiej, która jest w szpitalu i to jest błąd jakiś. Und ich habe geantwortet, nee, das muss ein Fehler sein. Hier gibt es kein jüdisches Kind, das sich versteckt. Und das ist hier die Tochter von einer Freundin, von der Frau Majewska, die gerade im Krankenhaus ist. I wtedy ona też przyszła z pracy, Majewska, i powiedziała, jej powiedzieli, słuchaj, jest donos, wiesz, to jest donos, no? Że ty jesteś matką, matkujesz żydowskiemu dziecku. Also und dann kam die Frau Majewska auch nach Hause und dann haben die ihr gesagt, naja, wir haben jetzt hier die Information bekommen, dass du hier polnische, jüdische Kinder beherbergst. No, ona zaczęła się tłumaczyć, że skąd, że ja bym w życiu nie, ja Żydów nie lubię, ja bym w życiu nie narażała swojego życia i życia mojej rodziny dla żydowskiego dziecka. Und sie hat dann erklärt und gesagt, das würde ich auf keinen Fall machen. Hier jüdische Kinder, wie würden sie darauf kommen, jüdische Kinder hier versetzen? Ich mag gar keine Juden, also die Juden sind schlecht und so, das würde ich niemals machen. I wtedy ten sesowiec posadził tą małą sobie na kolanach i do niej mówi grzecznie, wiesz Marysiu, ja wiem, że ty jesteś Żydówką, że przyszłaś z getta. Przyznaj się do tego, dostaniesz olbrzymią tabliczkę czekolady. Wyciągnął jej olbrzymią tabliczkę czekolady. Und da hat der SS-Mann sich dann hingesetzt und hat das kleine Mädchen auf seine Knie genommen und hat ihr gesagt, gib doch zu, dass du ein jüdisches Mädchen bist, du kriegst dann auch Schokolade und hat dann aus der Tasche eine große Tafel Schokolade gezogen. Ale ona nie, ona się w ogóle nie poddała. Ona powiedziała, nie, ja czekoladę chętnie wezmę, ale ja nie mogę kłamać, ja jestem chrześcijanką, ja mogę wam się, możecie mnie egzaminować, ja wszystko. Dzieci wtedy były bardzo mądre.
Die Kinder waren damals sehr, sehr klug und intelligent, weil sie hat dann nicht geantwortet, ich bin ein jüdisches Kind, sondern hat gesagt, gerne nehme ich die Schokolade, aber ich bin natürlich keine Jüdin, sondern ein Christ. On zaproponował jej tą czekoladę, jak się przyzna do tego, że jest Żydówką. Ja, er hat halt die Schokolade angeboten dafür, wenn sie das zugibt, dass sie ein jüdisches Kind ist. Ona powiedziała, ja chcę tą czekoladę, ale ja nie będę kłamać, ja nie jestem Żydówką. I wtedy on wyjął rewolwer i powiedział, jak ty się nie przyznajesz, to ja cię zabiję. Und da hat er dann einen Revolver gezogen, hat gesagt, wenn du es nicht zugibst, dann töte ich dich eben. I wtedy ona się już załamała i powiedziała wszystko, że ona była w getcie, że ją wyciągnięto i że ona jest Żydówką. Und das hat sie dann quasi zerbrochen und sie hat das dann zugegeben, dass sie aus dem Ghetto kam und ein jüdisches Kind ist. Na mnie w ogóle nie zwracili uwagi. Na mnie w ogóle nie... nie o mnie w ogóle nie mówiono. Über mich oder zu mir hat überhaupt niemand was gesagt in der Situation. Also um mich ging es hier gar nicht. I wtedy Niemcy kazali, ten SS-owiec tłumaczył to, ten nasz polski tłumacz, kazał pani Majewskiej się ubrać tą małą i pójść na Aleję Szucha. Aleja Szucha, wiesz co to jest Aleja Szucha? Stamtąd się nie wracało. Und daraufhin wurde dann der Frau Majewska befohlen, sich anzuziehen, das kleine Kind zu nehmen und auf die Aleja, also auf die Schucherstraße zu gehen. Weißt du, was das ist, die Schucherstraße? Ich sag's mal, Schucherstraße war die Gestapo. Das ist der Ort, wo man nicht zurückkam. I to była straszna scena, bo to była taka scena, że wszyscy żeśmy płakali. Das war eine schreckliche Szene, wir haben alle angefangen zu weinen. Bo wiadomo było, że stamtąd ona z tą dziewczynką nie wróci. Und das war einfach bekannt, dass von da aus das Mädchen nicht zurückkommen würde. I Niemcy, ja nie wiem co to było, myśmy mieli szczęście, że trafiliśmy na jakiegoś bardzo szlachetnego Niemca. Also ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber wir müssen irgendwie auf irgendwie einen guten Deutschen gestoßen sein, aber wie on weiß powiedział, ich auch nicht. On powiedział, ja nie zostaję, ale o godzinie 5 ona ma się sama stawić z tym dzieckiem. Und er ist nämlich wieder weggegangen, hat gesagt, naja, ich gehe jetzt weg, aber Sie müssen sich um 5 Uhr melden dort. I teraz jesteśmy przed problemem. Jak może? Oni odeszli, ty rozumiesz? Oni odeszli, a myśmy zostali. I teraz jest problem. Z jednej strony iść tak jak gdyby do paszczy lwa, a z drugiej strony nie można nie iść, bo przecież oni wiedzą już o tym, że tu jest nic. Das war natürlich jetzt eine ganz schwierige Entscheidung, was zu tun. Einmal, wenn man geht, begibt man sich in die Höhle des Löwens. Oder wenn man nicht geht, schließlich wussten sie ja, dass wir kommen sollten, hätten wir auch ein Problem. I po kilku minutach wrócił polski policjant razem z tym tłumaczem i powiedział nam, wyście mieli wyjątkowe szczęście, natrafiliście na szlachetnego Niemca. Und ein paar Minuten später kam dann der Übersetzer und der polnische Polizist zurück und hat uns gesagt, ihr habt unglaubliches Glück gehabt, ihr habt einen guten Deutschen getroffen hier. I on powiedział nam jedną rzecz. Dajcie tam jakieś 5000 złotych na niemiecki Czerwony Krzyż, ale ta mała musi stąd odejść, also, bo był donos. Die haben dann gesagt, irgendwie ihr müsst 5000 Złoty geben für das polnische Rote Kreuz und außerdem das Kind kann hier nicht bleiben. I myśmy się pytali, jak to się stało, skąd ten donos, co było. Okazało się, że ta mała organizowała zabawy w getcie, zabawy na powywórzu i one się bawili, że to jest getto, ty jesteś Niemiec, ja jestem Żyd, ja skaczę, ty do mnie strzelasz. I ten zrozumieli, że żadne polskie dziecko nie wpadnie na taką myśl, żeby organizować taką zabawę. Und dann war ja für uns noch die Frage, wie kamen jetzt die überhaupt darauf, dass bei uns ein jüdisches Kind war? Und das ist dann so passiert, dass das kleine Mädchen auf dem Hof gespielt hat und ein Spiel war, zu spielen, Ghetto zu spielen. Also eine Person ist dann Jude, einer ist Deutscher und so weiter. Und sie hat dieses Spiel da eingeführt. Und das ist ja klar, dass polnische Kinder sowas niemals gespielt hätten. Damit war eben klar, dass es ein jüdisches Kind war. Sąsiad przychodził, słyszał tą zabawę i zadenuncjował. Und es war so ein Nachbar, der ist vorbeigekommen, der hat das gehört und der hat das dann denunziert.
No myśmy, ona jej się udało tą małą umieścić w jakimś polskim sierocińcu i ona przeżyła wojnę. Und sie ist dann in einem polnischen Waisenhaus untergekommen, das kleine Mädchen, also es ist gelungen, sie zu retten. Und sie hat den Krieg eben auch überlebt. Takich opowiadań z tego okresu, kiedy byłam u Majewskiej, mam kilka, ale nie ma na to czasu, to będzie mówić dalej o mnie. Also wir haben, es gibt noch mehr solche kleinen Geschichten aus der Zeit, wo ich bei der Familie Majewski war, aber ich werde jetzt weiter erzählen, was mit mir weiter passiert ist. Ja byłam tam dalej, ale w międzyczasie wybuchło polskie powstanie. Ich war dann weiter dort, aber zum bestimmten Zeitpunkt ist dann der polnische Aufstand ausgebrochen in Warschau. I tym razem mnie złapano, była łapanka i złapano mnie i razem z tłumem Polaków, których też złapano, szłam w stronę wysyłki. Und mich haben sie da aufgegriffen, es gab so Razzien dann und mit einer ganzen großen Gruppe Polen und ich wurde dann abgeführt. Ja pamiętałam jeszcze w getcie, że mówiło się, że Niemcy mówią, że po tym jak wykończą Żydów i Cyganów, wezmą się za Słowian. Und ich konnte mich noch erinnern, dass im Ghetto immer gesagt wurde, wenn die Deutschen mit den Juden und Jüdinnen und mit den Roma und Sinti abgerechnet haben, dass sie sich dann an die slawischen Menschen ranmachen. I rzeczywiście, jak szłam z tym szeregiem tych obcych ludzi, to było akurat 18 sierpnia, tego samego dnia, co zabrali moją mamę, tylko 2 lata później. Und das war an dem Tag, wo diese Razzia stattfand und ich weggeführt wurde. Das war genau 2 Jahre nachdem, am selben Tag, am 18. August, am selben Tag, wo meine Mutter nach Treblinka kam. Ja tak szłam i płakałam i myślałam sobie, że po co ja się męczyłam te 2 lata, mogłam lepiej zginąć razem z moją mamą 2 lata wcześniej. Ich habe so gedacht und ich habe geweint und habe gedacht, warum soll ich jetzt sterben? Warum bin ich nicht 2 Jahre vorher mit meiner Mutter gegangen und bin zusammen mit ihr gestorben? Ale idę tym szeregu i płaczę i doszedł do mnie razem ze mną, maszerowało cały szereg Polaków. Między innymi był taki były polski policjant z żoną. Und es kam dann in dieser ganzen großen Gruppe Polen gab es auch einen ehemaligen polnischen Polizisten mit seiner Frau, der dort mitgelaufen ist und der ist auf mich zugekommen. I on widział, że ja płaczę, to się pyta, dziecko, dlaczego ty tak płaczesz? Ja powiedziałam, ja jestem sama. Moja matka jest w szpitalu, ojciec został zabity na froncie i teraz mnie złapali, ja jestem sama. Und ich habe ihm dann gesagt, irgendwie, er hat gefragt, warum weinst du, Kind? Und ich habe dann gesagt, ja, meine Mutter ist im Krankenhaus, mein Vater ist im Krieg umgekommen und ich bin ganz allein und deswegen weine ich. To on powiedział mi, ja jestem sam z żoną, nie mamy dzieci, wyrzuć swoją metryczkę, my wyrzucimy nasze dokumenty. Jak przyjedziemy, na pewno nas wyślą do Niemiec, to podamy, że ty jesteś naszą córką i nie będziesz sama. Und hat er mir dann gesagt, okay, machen wir das so, du schmeißt deine falsche Geburtsurkunde weg, wir schmeißen auch unsere Dokumente weg und bestimmt kommen wir nach Deutschland ins Arbeitslager und da sagen wir dann, wir haben alles verloren und sagen dann, dass du unser Kind bist. I rzeczywiście nas zawieźli do Drezna. Und tatsächlich haben sie uns dann nach Dresden gebracht. I tam był taki obóz przejściowy, gdzie była komisja lekarska. Trzeba było się rozebrać do naga. Und dort gab es dann, da war ein Durchgangslager, wir sind dieses Durchgangslager gekommen und da gab es dann so eine medizinische Untersuchung und wir mussten uns alle nackt ausziehen. To była dla mnie straszna rzecz, bo ja wtedy miałam 15 lat i naśmiewali się z tego, że ja mam mały biust. Und das war für mich ganz schrecklich, weil ich war 15 Jahre alt damals und man hat dann über mich gelacht, dass ich so kleine Brüste hatte. I w tym momencie też myślałam o tym, że jeżeli mój wujek, który jest na ryjskiej stronie i który może też jest w takim obozie, jak się rozbierze, to już nie przeżyje, bo przecież był obrzezany. Und ich habe dann auch gedacht, dass mein Onkel, der ja auch auf der arischen Seite war und der vielleicht auch in so ein Durchgangslager kommt, wenn dann so eine Kontrolle kommt, dass er das auf keinen Fall überleben kann, weil wenn er nackt ausgezogen wird, dann sieht man ja schließlich, dass er beschnitten ist.
I ten właśnie mój niby to ojciec, ten Polak, którym ja razem była, jak pytali nas o zawód, a on wiedział, że w Dreznie są fabryki amunicji, że Drezno jest bombardowane, to on podał, że my jesteśmy wieśniakami, że pracujemy na roli. Und der Pole, mit dem der mein angeblicher Vater jetzt, nicht, der wurde dann gefragt nach seinem Beruf und der war intelligent, der wusste irgendwie, dass Dresden bombardiert wird, dass dort Munitionsfabriken waren und der hat deswegen dann angegeben, dass er Bauer war, sei. I nas rzeczywiście wysłali do obozu pracy między Leipzig a Dresden. Ta miejscowość nazywała się Oszac. Und tatsächlich hat man uns dann in ein Arbeitslager geschickt, in einem Ortschaft zwischen Leipzig und Dresden, Oszac. To był obóz, w którym już byli, jak myśmy przyjechali grupa siedem osób. Jak myśmy tam przyjechali, to tam już byli jeńcy wojenni. Może przetrzymać. Also wir sind mit 7 Personen dorthin gekommen in dieses Arbeitslager und dort in diesem Arbeitslager gab es schon Kriegsgefangene. To byli Rosjanie, rosyjscy jeńcy, byli jeńcy francuscy i byli Polacy, którzy przyjechali tam dobrowolnie. Und es gab dort russische Kriegsgefangene, französische Kriegsgefangene und auch Polen, die freiwillig zur Arbeit nach Deutschland gekommen waren. Nam dali. To była taka stara obora i w tej oborze były takie przedzielone, takie różne trzy pokoje jak gdyby zrobione. I myśmy w jednym pokoju byli Rosjanie, w jednym pokoju byli ci Francuzi, a myśmy w siódemkę byli w tym trzecim pokoju. Also da gab es so Ställe und in den Ställen gab es verschiedene Zimmer und die Russen waren in einem Zimmer, die Franzosen im zweiten, wir waren dort im dritten Zimmer. I tam pracowaliśmy na roli. Und da haben wir dann auf dem Feld gearbeitet. Naturalnie praca była bardzo ciężka, bo zimą trzeba było zdejmować brukselki, takie wiesz, to są taka mała kapusta, nie wiem, to rośnie pod śniegiem, ale to było później, to już było na... W każdym razie pracowaliśmy ciężko, ale ten Niemiec był, on był ranny w czasie I wojny światowej. I on widocznie, nie wiem, czy miał kulę w nodze, on kulawy był i miał laskę i tą laską ludzi walił w czasie pracy. Also wir haben dort sehr schwer gearbeitet. Später zum Beispiel mussten wir dann so Rosenkohl rausholen, der irgendwie unter dem Schnee gewachsen ist. Und während der Arbeit war das so, dass da einen Deutschen gab, der auf uns aufgepasst hat und dieser Deutsche hatte nur ein Bein oder hatte eine Kugel ins Bein bekommen und der musste am Stock gehen und mit diesem Stock hat er uns immer schrecklich geschlagen. On kilka osób zatłukł, prawdopodobnie na śmierć, bo zabierali ich później do szpitala i nie wracali więc nie wiem, czy umarli w tym szpitalu, czy w każdym razie byśmy ich więcej nie widzieli. Also der hat uns sehr schwer geschlagen und das war auch so, dass manche ins Krankenhaus gekommen sind und wahrscheinlich dort auch gestorben sind, weil die sind da auch nicht mehr zurückgekommen. Also es gab keine Information, was mit denen weiter passiert ist. Te bicia często były niepotrzebne, dlatego że on bił, bo oni się nawzajem nie rozumieli. Also on dawał rozkazy po niemiecku, a Rosjanie go nie rozumieli, Francuzi go nie rozumieli, Polacy też nie. Also dieses Schlagen war oft eigentlich total sinnlos und das lag zum Teil aber auch daran, dass sie sich nicht verstehen konnten gegenseitig. Der hat Befehle ausgegeben und weder die Russen noch die Franzosen noch Polen konnten diese Befehle verstehen, sprachlich. Ja miałam problem. Ja miałam problem, bo ja zapomniałam o tym powiedzieć, ale jak ja byłam u tych Rosjan, to oprócz tego, że ja się nauczyłam rosyjskiego w szkole, to się też nauczyłam żydowskiego, bo dzieci tam mówiły po żydowsku, nie chciały ze mną mówić po polsku. Also ich hatte dort ein Problem, aber ich habe auch was vergessen vorher zu sagen, das muss ich kurz sagen, wo ich am Anfang vom Krieg auf die sowjetische Seite gekommen bin, da an diesem Ort, da musste ich auch Jiddisch lernen, was ich vorher nicht gesprochen habe und das Jiddisch musste ich deswegen lernen, weil die Kinder dort die jüdischen Kinder dort auf Polnisch nicht mit mir reden wollten.
I teraz jak ja byłam w Niemczech, to ja widziałam, że ja tego Niemca dobrze rozumiem, bo ten Jidysz jest bardzo podobny do niemieckiego. Und dort jetzt in Deutschland angekommen, habe ich verstanden, dass irgendwie ich ja eigentlich ganz gut Deutsch verstehen kann, weil das Jiddisch und das Deutsche sind sich sehr ähnlich. I dużo razy ja widziałam, że gdybym ja przetłumaczyła, to nie byłoby problemu, nie byłoby tego bicia, bo to było nieporozumienie. Und jetzt habe ich gesehen, dass irgendwie dieses Schlagen ja oft deswegen stattgefunden hat, weil es irgendwie eine sprachliche Unverständlichkeit gab. Wenn ich jetzt ich hätte jetzt übersetzen können und dann wäre das ja nicht passiert. I rzeczywiście na początku ja bałam się, najbardziej się bałam tego mojego ojca, który mówił źle o Żydach i wiedziałam, że jest antysemitą i że on pierwszy się zorientuje, że ja mówię po żydowsku, a nie po niemiecku. Also, und ich habe dann natürlich totale Angst gehabt, dass wenn ich jetzt zugebe, dass ich Deutsch verstehe und da vielleicht auch noch ein jiddisches Wort kommt, dass dann vor allen Dingen auch mein angeblicher Vater das versteht. Vor dem hatte ich da sehr große Angst, weil das war ein großer Antisemit, der dann auf jeden Fall, der durfte das auf keinen Fall rausbekommen. Ale po kilku miesiącach, szczególnie w tych okolicach, ich niemiecki był bardzo podobny do żydowskiego i doszłam do wniosku, że szkoda, żebym się nie przyznała i zaczęłam, powiedziałam, że ja mogę mu tłumaczyć. Und aber nach ein paar Monaten habe ich verstanden, dass das Jiddisch dem Deutschen vor allen Dingen da auch in der Region sehr ähnlich ist und ich habe mich dann getraut und habe dann angefangen auch Deutsch zu reden. I wtedy moja sytuacja się trochę polepszyła, bo ja już nie pracowałam tylko na polu, tylko bardzo często mnie wołał, żebym tłumaczyła. Und deswegen hat sich meine Situation dann um einiges verbessert, weil jetzt muss ich nicht nur auf dem Feld arbeiten, sondern ich wurde auch oft gerufen, um zu übersetzen. Któregoś dnia pracowaliśmy przy praniu worków, bo było bardzo zimno i nie można było już nas trzymać na polu, ale na zewnątrz praliśmy worki i trzeba było do tego wnosić gorącą wodę. Eines Tages war das so, dass wir schon nicht mehr auf dem Feld gearbeitet haben, weil es war auch schon zu kalt. Wir mussten aber stattdessen Säcke waschen. Das fand auch draußen statt und da gab es dann heißes Wasser. Auf dem Hof mussten wir das machen. Ja, jestem dosyć ślamazara. To ja jak dźwigałam te kubły z gorącą wodą, oblałam sobie nogę. Also ich bin sehr ungeschickt und irgendwie deswegen habe ich mir dann, als ich so einen schweren Eimer mit heißem Wasser geschleppt habe, mir diesen Eimer übers Bein gekippt. I to był mróz, to mi tam zamarzło i w nocy dostałam bardzo wysoką temperaturę, nie mogłam iść do pracy. Und es hat damals gefroren und dann ist das irgendwie, hat sich das entzündet und in der Nacht habe ich sehr hohes Fieber bekommen und das ist so angeschwollen. I ten Niemiec się pytał, dlaczego mnie nie ma, dlaczego ja się nie zgłosiłam. To moja niby to matka powiedziała, że ja nie mogłam przyjść do pracy, bo ja mam bardzo wysoką temperaturę. Deswegen konnte ich nicht arbeiten gehen und das hieß, dass dann morgens der Deutsche gefragt hat, warum bin ich nicht gekommen zur Arbeit und meine angebliche Mutter hat dann gesagt, die ist krank und kann deswegen nicht kommen. Wtedy on przyszedł do mnie do pokoju, obejrzał moją nogę. I powiedział mi, masz natychmiast przyjść do mnie do biura. Und er ist dann in mein Zimmer gekommen und hat geguckt und hat gesagt, steh auf, hat sich das angucken, hat gesagt, steh auf, komm sofort in mein Büro. No ja przyszłam do niego do biura, jak on przyszłam do niego do biura, to on wyciągnął nóż, taki olbrzymi, i byłam pewna, że on mnie idzie zarżnąć. Also und als ich dann da ankomme, hat er dann ein Messer rausgeholt, ein großes Messer und ich war mir eigentlich schon echt sicher, dass er mich jetzt umbringen will. Ale nie, on przeciął mi ten balon, bo na tej nodze był cały balon i przeciął ten balon i ta wyszła woda i wyzdrowiałam. Aber es ist nicht so gewesen, sondern er hat dann meine Wunde quasi, also er hat das aufgeschnitten, das geschwollene, damit das Wasser rauslaufen kann, so dass es dann besser wird dadurch. Ja byłam nawet na tyle u niego uprzywilejowana, że u nas któregoś dnia, jak on miał moje świadectwo urodzenia, jak widział, że są moje urodziny, to mi przysłał jabłka 11 stycznia. Also ich war da privilegiert bei ihm irgendwie. Also es war dann sogar so, dass am 11. Januar, als ich Geburtstag hatte, er mir ein Geschenk gemacht hat, nämlich einen Apfel geschickt. I tam byliśmy do 1 maja 1945 roku, kiedy nas wyswobodziła Armia Czerwona. Und dann ist es dann gekommen, dass am 1. Mai 1945 die Rote Armee gekommen ist.
On naturalnie uciekł z całą swoją rodziną, a myśmy rozpoczęli naszą drogę z powrotem do Polski. Und der Deutsche ist dann geflüchtet und wir sind dann langsam wieder zurück nach Polen gegangen. Co ona mówi? Ja nic nie słyszę, co ona mówi. Że Eke chce jeszcze rozmawiać o Treblince. Mhm. Potem, no, krótko. Ona chce mnie pytać, czy Shani Daber have I to speak about my husband? And, after that. You will ask me? Yes, after that. Good. Oh. Gut, wir sind jetzt quasi am Kriegsende angekommen. Das ist auch der Punkt, an dem wir den kurzen Einschub, den ich vorhin schon angekündigt habe, von Elke hören werden. Und danach werden wir dann noch ein bisschen Zeit haben, eben auch über Samuel und über das Leben nach 45 zu reden. Treblinka ist eines der drei Vernichtungslager der sogenannten Aktion Reinhard. Im Rahmen dieser von den Nationalsozialisten sogenannten Aktion Reinhard ermordeten diese in den Jahren 1942 bis 1943 mindestens 1,8 Millionen Jüdinnen und Juden sowie wahrscheinlich mehrere Zehntausende Roma und Romja in den Vernichtungslagern Belzec, Sobibor und Treblinka. Das Lager Treblinka wurde als drittes errichtet im Sommer 1942. Für den Ort sprach unter anderem die Nähe zu und Erreichbarkeit von Warschau, das ca. 80 Kilometer entfernt liegt. Wenige Kilometer vom Vernichtungslager verlief die Bahnlinie Warschau-Białystok. Es wurde ein Abzweig von einem Gleis in das Vernichtungslager gebaut. Der offizielle deutsche Name für das Mordlager lautete SS-Sonderkommando Treblinka, Distrikt Warschau. Der erste Todeszug erreicht Treblinka am 23. Juli 1942 mit Menschen aus dem Warschauer Ghetto. In den ersten 5 Wochen wurden fast 300.000 Menschen aus Warschau und dem Distrikt Radom ermordet. Die letzten Züge kommen am 18. und 19. August 1943 mit 8.000 Menschen aus Białystok. Die genaue Zahl der hier Ermordeten wird sich nicht mehr feststellen lassen. Die bundesdeutsche Justiz geht etwa von 700.000 bis 900.000 Menschen aus. Der Mord fand auf einem kleinen Gelände von etwa 400 mal 600 Metern statt. Die hier ermordeten Menschen kamen aus dem besetzten Polen sowie auch aus anderen von Deutschland besetzten europäischen Ländern wie Belgien, der Tschechoslowakei, Griechenland, Frankreich sowie auch aus Österreich und auch aus Deutschland. Etwa 30 SS-Angehörige mit 80 bis 120 sogenannten Trawniki-Männern organisierten den Mord. Trawniki-Männer war die Bezeichnung für eine bestimmte Gruppe von den Nazis als hilfswillige bezeichneter Männer, die zum größten Teil unter sowjetischen Kriegsgefangenen rekrutiert worden waren und die von den Nazis im Ausbildungslager Trawnik im heutigen Ostpolen zu Wachen ausgebildet und unter anderem für den Einsatz in Vernichtungslagern, aber auch in Konzentrationslagern sowie auch bei Ghettoauflösungen eingesetzt wurden. Der größte und schwerste Teil der Arbeit wurde von jeweils 600 bis 1000 Arbeitshäftlingen verrichtet, die zur Arbeit gezwungen wurden, die sogenannten Funktionshäftlinge, die unter härtesten Bedingungen für die Vernichtungsmaschinerie arbeiten mussten. Einer dieser Häftlinge war Samuel Willenberg, der im Herbst 1942 in einem Transport aus Opatow das Mordlager erreichte. Das Ziel der Vernichtungslager war für die Nationalsozialisten nicht,
wie in anderen Konzentrationslagern, die Inhaftierung und Ausbeutung der Arbeitskraft, sondern die schnelle, effektive und systematische Ermordung der Jüdinnen und Juden Europas. Jeglicher bemerkter Versuch des Widerstands oder der Sabotage wurde mit dem Tod geahndet. Die sogenannten Funktionshäftlinge wussten in der Regel, dass sie nach getaner Arbeit, soweit sie diese überhaupt überleben würden, ebenfalls der Tod erwarten würde. Samuel Willenberg gelang es trotz widrigster Lebensbedingungen bis zum Aufstand im August 1943 zu überleben. Der Aufstand wurde von einer kleinen Widerstandsgruppe unter den Arbeitshäftlingen vorbereitet und am 2. August 1943 durchgeführt. Ziel war die Zerstörung des Lagers, insbesondere der Gaskammern, der Tod möglichst vieler Deutscher sowie Travniki-Männer und die Flucht möglichst vieler Arbeitshäftlinge. Der Plan war, sich dann zu den Partisanen in den Wäldern durchzuschlagen. 200 bis 250 Gefangene entkamen in die Wälder. Die SS-Männer nahmen die Verfolgung auf und erschossen viele auf der Flucht oder brachten sie zurück ins Lager, wo sie sie exekutierten bzw. mit den letzten Gefangenen ins Vernichtungslager Sobibor brachten und dort in den Gaskammern ermordeten. Die Zerstörung des Lagers und auch die Ermordung möglichst vieler Täter war nicht gelungen. Dennoch konnten mindestens 67 Menschen, die beim Aufstand aus Treblinka geflohen waren, den Krieg überleben. Das Vernichtungslager wurde im November 1943 aufgelöst. Es haben hier, wie gesagt, 700.000 bis 900.000 Juden und Jüdinnen den Tod gefunden, sowie schätzungsweise etwa 2.000 Roma und Romja. Die letzten Gefangenen, deren Arbeit es war, Spuren des Mords zu vernichten, wurden ins Vernichtungslager Sobibor deportiert und dort umgebracht. Am 10. Mai 1964 eröffnete die erste Gedenkstätte nach Entwürfen von Adam Haupt und Franciszek Duschenko. Diese wurde wechselnden umliegenden Museen zugegliedert, bis sie im Jahr 2018 eine selbstständige Einrichtung in öffentlicher Trägerschaft wurde, mit dem Namen Museum Treblinka, das deutsche Vernichtungs- und Arbeitslager 1941 bis 1944. Wir sehen noch ein paar Eindrücke aus der Gedenkstätte. 17.000 symbolische Matzevot stehen für die 700.000 bis 900.000 Ermordeten. 221 Grabsteine sind mit dem Namen der Städte und Städtel Vorkriegspolens beschriftet, aus denen die ermordeten Juden und Jüdinnen kamen. Außerdem sind 11 Steine mit den Namen der Herkunftsländer der Ermordeten aufgestellt. Das Zentrum der Gedenkstätte bildet das Mahnmal, das den Standort der Gaskammern symbolisch markieren soll. Samuel Willenberg hat als letzter Überlebender Treblinkas an der Gedenkstätte einen Ort vermisst, an dem Bildung und Austausch über den Holocaust stattfinden kann. Ohne sich sicher sein zu können, ob dies jemals gebaut werden würde, legte die Familie Willenberg im Jahr 2013 zum 75. Jahrestag des Aufstands einen Grundstein nieder, auf dem steht: Grundstein für das Bildungszentrum über die Vernichtung der Juden in Treblinka. Inzwischen gibt es von Seiten der polnischen Regierung den Plan und die Zusicherung, ein neues Museum zu bauen. Seit 2018 gestaltet die Gedenkstätte Treblinka in Kooperation mit dem Bildungswerk Stanisław Fanz einen weiteren Gedenkort, nämlich den ehemaligen Bahnhof Treblinka, für die in Treblinka Ermordeten die letzte Station vor dem Mordlager. Hierfür läuft derzeit eine durch uns organisierte Spendenaktion auf Better Place. Wer möchte, kann sich im Anschluss gerne am Büchertisch daran beteiligen finanziell oder natürlich auch gleich auf Better Place spenden. Von den SS-Männern, die in Treblinka arbeiteten, wurden 12 in 3 verschiedenen Prozessen angeklagt. Davon erhielten 6 lebenslängliche Gefängnisstrafen
unter anderem die zwei Lagerkommandanten Kurt Franz und Franz Stangl. 5 erhielten Gefängnisstrafen zwischen 3 und 12 Jahren und einer wurde wegen Putativnotstands freigesprochen. Für die Überlebenden hörte Treblinka jedoch niemals auf. Wie zum Beispiel für Samuel Willenberg, der seine Erinnerungen in seinem Buch und den Bronzeskulpturen verarbeitete und festhielt. Samuel war 16, als die Deutschen 1939 seine Heimatstadt Częstochowa in Polen besetzten. Sein Vater war der jüdische Maler und Lehrer Perez Willenberg. Seine Mutter Manifa war vom Christentum zum Judentum konvertiert. Nach der deutschen Besatzung schloss Samuel sich freiwillig der polnischen Armee an, wurde verwundet und floh nach seiner Flucht aus dem Krankenhaus zu seiner Familie zurück, mit der er daraufhin ins zentralpolnische Opatow zog. Aufgrund der entsetzlichen Lebensbedingungen im dortigen Ghetto floh die Familie mit gefälschten Papieren nach Częstochowa, wo Samuels 2 Schwestern, Ita und Tamara, gefangen genommen wurden und im Ghetto leben mussten. Die Eltern versteckten sich auf der sogenannten arischen Seite. Samuel reiste zurück nach Opatów. Am 20. Oktober 1942 wurde er von dort bei der Ghettoauflösung mit 6.500 weiteren Ghettobewohnern und Ghettobewohnerinnen nach Treblinka deportiert. Bei der Ankunft traf er auf einen Bekannten aus Częstochowa, der als Funktionshäftling arbeitete, und Samuel warnte, er solle sich als Maurer melden. So wurde er als Arbeitshäftling selektiert und überlebte die schweren Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen bis zum Aufstand. Nach seiner Flucht im Zuge des Aufstands schlug sich Samuel zusammen mit einem Mitgefangenen nach Warschau durch. Dort fand er seine Eltern, die beide versteckt auf der sogenannten arischen Seite lebten. Er schloss sich der polnischen Volksarmee Armia Ludowa an und als im Juli 1944 der Warschauer Aufstand gegen die deutschen Besatzer ausbrach, nahm Samuel Willenberg an den Kämpfen teil. Er überlebte danach versteckt. Wie sein Leben nach dem Krieg weiterging, hören wir jetzt von Ada. Ja, vielen Dank, Elke. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich versuchen, gar nicht mehr so sehr viel über die Erfahrungen von Samuel in Treblinka und davor zu sprechen. Es gibt ja auch tatsächlich sein Buch, das ihr euch gerne alle kaufen könnt und in dem alles sehr ausführlich beschrieben wird. Eine Frage, einen Punkt möchte ich gerne aber trotzdem noch ansprechen. Elke, du hast gesagt, für die Überlebenden hat Treblinka nie aufgehört. Dafür gab es natürlich viele Gründe. Ein Grund bei Samuel war sicherlich, oder eine Erfahrung, ein Erlebnis, das ihn, mit dem er nie... Kannst du übersetzen, was ich sage? Ja. Also auf ein Erlebnis oder eine Erfahrung von Samuel würde ich gerne noch kurz eingehen in Treblinka. Und zwar würde ich mich freuen, wenn Sie was über seine Schwestern, die du, Elke, auch schon angesprochen hast, Ita und Tamara, sagen könntest. Tylko o tych siostrach, tak? Mój mąż wiedział, że jego siostry zostały zadenuncjowane przez Polaków. One były na ryjskiej stronie w Częstochowie i tam wsadzili je do więzienia. Also die, seine Schwestern wurden verraten von Polen, ja, denunziert und sie wurden deswegen in Częstochowa ins Gefängnis gesteckt. I on miał nadzieję, że może one z tego więzienia, może jakoś się uda im wyjść, bo one miały aryjskie papiery i nie wyglądały na Żydówki. Und er hat irgendwie immer gehofft, dass sie vielleicht aus dem Gefängnis rauskommen, weil sie ja irgendwie falsche Papiere hatten und vielleicht es schaffen, da aus dem Gefängnis rauszukommen daraufhin. Ale któregoś dnia, to było już jesienią, deszcze padały i Niemcy wtedy
Normalnie tych ludzie, co się rozbierali, to te ubrania brali na taką dużą stertę, ale to była zima i mogę mówić dalej? I wtedy oni kazali już od razu, jak tylko ludzie przychodzili, nie brać tych ubrań na tą stertę, tylko od razu je segregować. I on któregoś dnia zobaczył na ziemi spódniczkę swojej siostry, to by tego nie poznał. Ale było paletko jego młodszej siostry, którą matka ciągle, ona rosła, bo ona miała 3 lata, jak wojna się zaczęła, a jak zginęła, miała 6 lat. Także matka z różnych materiałów dorabiała jej, wiesz, takie pasy do rękawów i na dole. I po tym on poznał, że to jest paletko jego siostry i spódniczka obok była drugiej siostry. I wtedy zrozumiał, że one zostały wzięte do Treblinki. Und in Treblinka, als er in Treblinka war, da musste er die Kleidung der Ermordeten sortieren und von einem Punkt zum anderen bringen. Es gab da so einen riesigen Haufen von Kleidungsstücken und es war schon Winter und einmal war das so, dass er dann in dem Stapel eben auch die Kleidung seiner Schwestern entdeckt hat. Also wie hat er die erkannt? Das ist halt so gewesen, dass es ein Mäntelchen gab und dieses Mäntelchen hat die Mutter immer so Streifen an die Ärmel dran gemacht. Also sie war 6 Jahre alt und die hat sich so immer gewachsen und dann, je größer sie wurde, hat sie immer wie so ein Streifen Stoff daran genäht, in verschiedenen Farben, ein verschiedenes Material eben auch. Und dieses Mäntelchen hat er dann gefunden und daneben lag dann auch der Rock von seiner zweiten Schwester und so hat er dann verstanden, dass in Treblinka seine Schwestern ermordet wurden. Wiesz co, ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jak myśmy jeździli z grupami młodzieży izraelskiej do Polski, z młodzieżą i nie tylko z młodzieżą, byliśmy przeszło 30 razy. To on opowiadał o swoich przeżyciach, ale tą scenę, to on zawsze prosił, żebym ja opowiadała, bo on jak opowiadał, próbował o tym opowiadać, to płakał. To nie mógł tego mówić, także ja zawsze byłam tą, kto musiałam to opowiadać. Also ich möchte gerne noch hinzufügen, dass ich bin sehr oft mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen nach Polen gefahren, auf so Reisen und wir haben erzählt über unsere Erlebnisse, Samuel und ich, und dass wir über 30 Mal haben wir das gemacht und das ist immer so gewesen, dass wenn es dann zu dem Punkt kam, um über die Kleidung und über das Finden der Kleidung der Schwestern zu sprechen, dann hat er mich immer gebeten, dass ich das erzähle, weil er konnte das nicht, weil er musste dann immer weinen. Er konnte das nicht erzählen. Und deswegen habe ich das immer für ihn machen müssen. Ja miałam takie wątpliwe szczęście, że miałam partnera, który też dużo przeżył, a może nawet przeżył więcej niż ja. Także myśmy mieli wspólne, że tak powiem, cele. I łączyliśmy z tymi naszymi wspomnieniami i dalej uważaliśmy, że naszą misją jest opowiadać o tym, cośmy przeżyli, ale to nie tylko to. Also vielleicht ist es ein Glück oder auch ein Unglück. Auf jeden Fall habe ich mit meinem Mann zusammen, haben sich so zwei Schicksale verbunden. Vielleicht hat er noch schlimmere Sachen erlebt als ich. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir immer ein gemeinsames Ziel hatten. Das hat uns auch verbunden in unserem Leben. Nämlich das gemeinsame Ziel, dass wir erzählen, was passiert ist und dass wir das weitertragen wollen. I między innymi, jak jeździliśmy z grupami do innych miejsc, do Treblinki, to widzieliśmy, że jak najgorzej jest opowiadać o tym, co było w Treblince, właśnie w tym obozie, gdzie nie ma niczego, że to on opowiadał na otwartej przestrzeni, na ogół w złych pogodach i w Treblince nic nie zostało, bo to oni w czasie powstania wszystko zlikwidowali. Tam nie ma ani nie ma baraków, ani nie ma krematorium. Ty rozumiesz, że wszystko tam trzeba mieć fantazję, żeby sobie wyobrazić, a w Treblince nie ma miejsca na to.
Also das ist so, wenn wir da mit den Gruppen immer dahin nach Polen gefahren sind, zu verschiedenen Orten und eben nach Treblinka, dann war es eigentlich in Treblinka immer am schlimmsten. Nicht nur deswegen, was da passiert ist, sondern auch, dass man da steht, da gibt es halt gar nichts. Nichts zum Stehen. Man steht da in der Kälte. Es gibt gar nichts, was man sehen kann. Es gibt keine Baracken oder irgendwas, sondern es ist alles weg. Also man kann das alles nur in der Fantasie heraufrufen, was da passiert ist. Także mój mąż napisał książkę, która została przetłumaczona na 8 języków. Zrobili o nim 8 filmów. Opowiadał o swoich przeżyciach. Zrobił rzeźby. Ale jego ostatnim, że tak powiem, marzeniem i życzeniem było, żeby w Treblince powstał jakiś budynek, w którym będzie można w dobrych warunkach opowiadać o tym, co tam się działo. Also mein Mann, der hat seine Erinnerungen aufgeschrieben. Diese Erinnerungen sind in 8 Sprachen übersetzt worden. Und er hat auch in 8 Filmen, es sind 8 Filme gemacht worden über sein Leben. Und er hat immer wieder über seine Erlebnisse geredet. Aber schließlich hat er am Ende seines Lebens einen letzten Traum gehabt, kann man sagen, einen letzten Wunsch. Und das war eben, dass eben in Treblinka ein Gebäude entsteht, wo man unter angemessenen Bedingungen über die Geschichte sprechen kann. Wir haben daraufhin dort einen Grundstein hingelegt. Moja córka, która jest architektem, zaprojektowała. Ona jest architektem, możesz powiedzieć, ona zrobiła naszą ambasadę w Berlinie. Można powiedzieć, ona zrobiła też plan tego. Teraz czekamy, żeby coś powstało. Und wir haben halt diesen Grundstein dort gelegt und unsere Tochter, die hat ein Projekt projiziert, die ist Architektin, die hat dann schon ein Projekt gemacht dafür, was für ein Gebäude da hinkommen kann. Und unsere Tochter im Übrigen ist als Architektin, hat die auch die Botschaft Israels in Berlin mitprojiziert. Also ja, das wollte ich noch bemerken. Ona to robi bezinteresownie, to zrobiła, ale teraz czekamy tylko na to, żeby były pozwolenia i żeby można było tam coś zrobić. Sie hat das gemacht nicht mit dem Ziel, dass da irgendwelches Geld sie damit verdienen könnte oder so, aber wir sind jetzt in der Situation, dass wir seitdem wir das gemacht haben, warten, was weiter passiert, ob das realisiert wird oder nicht. To jest wszystko, ja myślę. Das ist alles, denke ich. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen darüber erzählt, was in den letzten Jahrzehnten in Treblinka passiert ist oder nicht passiert ist. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückgehen und zwar auf direkt nach dem Krieg. Ihr habt euch 1946 kennengelernt, 1948 habt ihr geheiratet. Deine eigene Geschichte ist sozusagen nicht nur über Samuel mit Treblinka verbunden, sondern auch über deine Mutter, die auch dort umgebracht wurde. Wann wart ihr das erste Mal wieder dort? A to jak myśmy się zapoznali i tak dalej? Nie, to ona już mówiła, ale kiedy pierwszy raz byliście w Treblince po wojnie? Mój mąż był w Treblince po wojnie, krótko po, jak tylko Polska została wyswobodzona. Ja w Treblince byłam dużo później. Myśmy przed wyjazdem pojechali razem tam. On był kilka razy jeszcze przed tym sam. Also mein Mann war schon direkt nach der Befreiung dort, er war da mehrere Male, ich nicht. Ich bin erst viel später dahin gekommen und zwar dann kurz bevor wir ausgereist sind dann. Ihr seid 1950 ausgereist nach Israel, ihr seid emigriert nach Israel. Wie war eure Auseinandersetzung in den Jahrzehnten danach damit? Habt ihr darüber geredet? Wann habt ihr damit angefangen, auch mit eurer Tochter? Also wie präsent war Treblinka in diesen Jahren? Między sobą?
Większość ludzi, którzy przeżyli okupację, nie opowiadali swoim dzieciom o tym, bo nie chcieli ich wprowadzać w tą traumę, którą była. Myśmy opowiadali. Moja córka od najmłodszych lat, jak tylko zaczęła coś rozumieć, słyszała o naszych przeżyciach i słyszała o tym, co było. Also die meisten Überlebenden haben ihren Kindern nichts erzählt darüber, was passiert ist, weil sie wollten ihnen das Trauma ersparen, was damit verbunden ist. Wir haben das aber anders gemacht, schon bei dem so jung, wie es ging, oder so alt, wie es ging, haben wir mit unserer Tochter darüber geredet und ihr so alles eigentlich auch erzählt. Jak mnie nie będzie, to nie tylko moja córka, ale moje wnuki będą mogły opowiadać ze szczegółami o naszych przeżyciach. Und wenn es mich nicht mehr geben wird, dann wird nicht nur meine Tochter weitererzählen können über unsere, was wir erlebt haben, sondern auch unsere Enkel. Do dzisiejszego dnia, jak ja czasem opowiadam o czymś i chcę coś ominąć, to jak jest ktoś z moich wnuków, to mi przypominają, dlaczego nie powiedziałaś tego i tego. Wenn das heute so ist, dass ich, wenn ich manchmal erzähle über diese Sachen, dann sitzt meine Enkel sitzen da, dann und ich vergesse was, dann weisen sie mich darauf hin und sagen: Hier, warum hast du denn das und das heute nicht erzählt? Ihr beide habt euch bis zu eurem Tod nicht mit Ada und Samuel angesprochen, sondern mit Kaja und Igo. Kannst du dazu was sagen? Ja jestem przyzwyczajona jego nazywać nie Samuel, tylko Igo, dlatego że to był jego pseudonim. On miał aryjskie papiery na nazwisko Ignacy Popow. Także jego w partyzance, jak był w powstaniu, nazywali go Igo. I tak zostało. A ja miałam aryjskie papiery na Krystyna Malinowska. I też wszyscy, oprócz mojej rodziny, to do dzisiaj moje towarzystwo nazywa mnie Krysia, nie Ada. Also das ist so, dass die Pseudonyme waren während des Krieges, also Ignace Popow, das war das Pseudonym, und bei den Partisanen, dann wurde er auch Samuel auch Igor genannt, und ich habe ihn immer so angesprochen, das war bei uns so üblich, und mein falscher Name war Christina Malinowska, und das ist bis heute eigentlich so, dass bis auf in meiner Familie auch meine Freunde und Freundinnen mich immer vielleicht mit Krzysia, also Christina, ansprechen. Kiedy skończyła się wojna, ja miałam 16 lat. Als der Krieg zu Ende war, war ich 16 Jahre alt. I miałam wykształcenie 4 oddziały szkoły powszechnej. Und ich hatte 4 Jahre Schule hinter mir. Po wojnie w Polsce były szkoły dla dorosłych. Nach dem Krieg gab es in Polen Schulen für Erwachsene. I robiło się w ciągu jednego roku kilka klas. Und im Laufe von einem Jahr hat man mehrere Klassen abgeschlossen. Ja znalazłam wujka i ciotkę i byłam u nich. Ich habe meine Onkel, meine Tante gefunden und ich war bei ihnen. I zaczęłam chodzić do szkoły. Und ich bin dann eben zur Schule gegangen. Ale był problem, bo myśmy nie mieli gdzie mieszkać. Warszawa była zburzona w 85%. Also es gab aber ein Problem, wir wussten nicht, wo wir wohnen sollten. Warschau war zu 55% zerstört. Także znalazł mój wujek jakieś takie mieszkanko na wsi, gdzieś w tym, na wsi, w takim drewnianym domku. Było małe dziecko, urodziło im się małe dziecko. Also mein Onkel ist dann aufs Land gezogen, in so ein Holzhaus, ein ganz kleines. Und dann hatten sie noch ein Kind, da ist noch ein Kind geboren bei ihnen. A ja mieszkałam u koleżanki w jednym pokoju, w jednym łóżku spałyśmy, ale chodziłam do szkoły. Und ich habe eben bei einer Freundin gewohnt und wir haben in einem Bett geschlafen, in einem Zimmer, und ich bin eben auch zur Schule gegangen. Ale moja ciocia mnie prosiła, żebym koniecznie szukała dla mieszkania dla tej rodziny, bo robi się zimno, a ona jest z małym dzieckiem tam. Aber meine Tante hat mich dann gebeten, dass ich doch mich bemühen sollte, um nach einer Wohnung für sie zu fragen und zu suchen, weil sie haben schließlich auf dem Land gewohnt, in diesem Holzhaus, das konnte man nicht heizen. Ja każdego człowieka, którego spotykałam, pytałam się, czy
nie słyszał o jakimś małym mieszkanku dla małej rodziny. Und ich habe dann alle Leute, die ich getroffen habe, immer gefragt, ob sie nicht vielleicht eine Wohnung finden für eine kleine Familie. I któregoś dnia przychodzę do tej mojej koleżanki, żeby ją wziąć po szkole do domu i siedzi tam bardzo ładny polski oficer. Und einmal habe ich meine Freundin abgeholt von der Schule und da saß dann ein junger, sehr gut aussehender polnischer Offizier. I pytałam się go tak jak wszystkich, czy przypadkiem nie słyszałeś o jakimś małym mieszkanku dla małej rodziny? Und ich habe ihn dann eben auch gefragt, wie alle anderen auch, ob er nicht eine kleine Wohnung für eine Kleinfamilie wissen würde, kennen würde. I on mi na to odpowiedział, że tak, ja mam mieszkanie, dwa pokoje z wygodami wszystkimi, ale jest jeden warunek. Musisz za mnie wyjść za mąż. Und er meinte dann, ja, okay, ich habe da was, zwei Zimmer und auch eine Toilette und alles, was man braucht, aber dafür müsstest du mich eben heiraten. To naturalnie był żart, ale on mówi, że on od wtedy przestał żartować, bo później stał się moim mężem. Also das war natürlich ein Witz, aber später ist es dann tatsächlich so geworden, dass er mein Mann wurde. Ale to stało się zupełnie przypadkiem, bo mój wujek znalazł mieszkanie na tej samej ulicy, na której on mieszkał. Aber das ist sehr eigentlich aus dem Zufall passiert, weil mein Onkel hat dann zufällig eben eine Wohnung gefunden auf genau derselben Straße, wo er gewohnt hat. I któregoś dnia go spotykam na ulicy, jak szłam do szkoły, i on mi mówi, że on jedzie z grupą do Palestyny. Und eines Tages habe ich ihn getroffen, als ich auf dem Weg zur Schule war dort und er hat mir dann gesagt, dass er eigentlich auf dem Weg ist, eine Gruppe nach Palästina zu bringen. To było zimą 1947, wtedy kiedy jeszcze to była Alija Bet tak zwana, to jest nielegalny jazda do Palestyny. Jego proszono, żeby prowadził grupę, bo był, wiesz, miał doświadczenie wojskowe. Das war im Winter 1946, 1947 und das war so, dass man ihn gebeten hatte, eine Gruppe von jüdischen Menschen nach Palästina zu, illegal nach Palästina zu bringen. Das Alija Bet heißt das, wenn ich es richtig verstanden habe. Und sie haben ihn halt gebeten gehabt, das zu machen, weil er eine militärische Ausbildung hatte. Ja. No i on rzeczywiście prowadził tą grupę. Spotkałam go na tej ulicy, on powiedział, że jedzie z tą grupą. Powiedziałam mu, napisz mi list z Palestyny, ale on nawet nie zapytał mnie o adres, powiedział, że napisze. Und als ich ihn getroffen habe, da auf der Straße, dann haben wir das besprochen. Ich habe ihn dann gefragt, ob er mir nicht einen Brief oder eine Karte schicken kann aus Palästina, wenn er ankommt. Und das hat er dann auch versprochen, auch wenn er mich gar nicht nach der Adresse gefragt hat, wo ich gewohnt habe zu dem Zeitpunkt. Tymczasem okazało się, że jak on przyjechał z tą grupą do Rzymu, to on dostał wiadomość, że ojciec jego umarł. I wtedy on wrócił z powrotem do Polski. Als er dann diese Gruppe über die grüne Grenze nach Rom schon gebracht hatte, hat er dann erfahren, dass sein Vater gestorben ist und deswegen ist er dann umgedreht und ist wieder zurückgekommen nach Polen. I wtedy myśmy się zaczęli spotykać. Und da haben wir dann angefangen, uns zu treffen. Prawdę powiedziawszy, dwa lata ja nie mogłam się na niego zdecydować. Aber es ist so, dass ich mich zwei Jahre lang nicht entscheiden konnte für ihn. Był problem. Es gab ein Problem. Ja miałam kompleks, widocznie to, że straciłam ojca w młodym wieku, to szukałam męża, który będzie dla mnie ojcem. Also es ist so, dass ich meinen Vater verloren habe in sehr jungen Jahren und ich habe irgendwie jemand gesucht, einen Mann, der für mich eine Ersatzvaterfigur sein konnte. Ja marzyłam, że on będzie brunet, z siwymi włosami, wiesz, taki, będzie dla mnie po prostu podporą. Und dass er eine Unterstützung für mich sein könnte und dass er irgendwie groß und braune Haare hatte und so weiter. A on był zupełnie przeciwieństwem tego. On był pełen życia, był on pełen humorów. A co najgorsze, czego się bałam, że on miał matkę, która straciła dwie córki. Also er war irgendwie ganz anders, also das Gegenteil. Energii, lubiał pić, lubiał kobiety, tego nie musisz tłumaczyć. Ale okay. Also der war ganz anders, der hat das Leben genossen, also hat war voller Energie, voller und er hat viel getrunken und so weiter. Und irgendwie und außerdem gab es auch noch das Problem, dass er eine Mutter hatte, die zwei Töchter verloren hatte. Ja sobie wyobrażam, że w tym domu ja będę się czuła jak kopciuszek. Wiesz, to jest kopciuszek. Taka niepotrzebna osoba, bo
Ta cała miłość jego, którą on do tej matki miał, teraz on trochę będzie przeleje ją na mnie też. I ona na pewno mnie nie będzie lubić, ale okazało się zupełnie inaczej. Also es ist so, dass ich Befürchtung hatte, dass die Liebe, die er seiner Mutter gegenüber hatte, dass er die dann teilen müsste und dass die dann mir gegenüber dann stärker würde und dass dann seine Mutter dann irgendwie sauer auf mich werden würde oder dass ich einfach auch überflüssig in diesem Haushalt sein würde. Ale w przyszłości okazało się zupełnie inaczej. Ona była dla mnie jak matka, ja byłam dla niej jak córka. Und tatsächlich hat sich das dann aber völlig anders rausgestellt. Danach wurde sie wie eine Mutter für mich und ich wie eine Tochter für sie. Ale ona była zawsze bardzo smutna do chwili, kiedy się urodziła moja córka. Und sie war aber gleichzeitig immer sehr, sehr traurig bis zu dem Moment, wo ich meine Tochter geboren habe. Ja, chodziłam do pracy, mój mąż też wychodził do pracy, mieszkaliśmy daleko, także ona się całymi dniami zajmowała naszym dzieckiem. Es ist so, dass wir weit von zu Hause weg gearbeitet haben und sie hat sich den ganzen Tag über immer um unser Kind gekümmert. A jak się urodziła, tośmy mieli problem, bo chcieliśmy w to jedno dziecko wsadzić imiona tych wszystkich, którzy zostali zamordowani. Und wir hatten da auch ein Problem, weil wir wollten eigentlich gerne in den Namen von dem einen Kind alle Namen reingeben von den Personen, die wir verloren hatten. Moja matka nazywała się Rachel. Meine Mutter hat sie Rachel geheißen. Jedna siostra nazywała się Ita, a druga Tamara. Und eine Schwester Ita und eine Tamara, die beiden Schwestern von Samuel. Tośmy mieli Rit, dodaliśmy O i wyszło Rit. Und das heißt Rit dann, diese drei, und wir haben ein O dazu gegeben, deswegen heißt sie Orit. A Orit to jest po polsku świetlana. Wiesz, co to jest świetlana? Światło. Also Orit, das ist so wie auf, ja, so etwas wie Licht. I to światło naprawdę to było nagle światło w naszym smutnym życiu. Und dieses Licht war tatsächlich ein Licht für uns in unserem eigentlich traurigen Leben. Szczególnie dla tej matki, szczególnie dla matki mojego męża. Vor allen Dingen für die Mutter meines Mannes. Od wtedy naprawdę ona zupełnie inaczej funkcjonowała. Sie hat danach auf jeden Fall völlig anders funktioniert oder völlig anders gelebt. Ich würde da ganz gerne noch mal kurz einhaken, weil wir haben schon über die Schwestern gesprochen. Jetzt ist es schon zur Sprache gekommen, dass beide Eltern, der Vater und die Mutter von Samuel, überlebt haben. Der Vater war ein bekannter Synagogenmaler in Polen. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie das gekommen ist. Samuel hat sie ja auch noch vor Kriegsende wieder getroffen. Vielleicht. Z matką nie miała takiego problemu. Also ona właściwie nie była Żydówką, ona się urodziła jako Rosjanka prawosławna i miała prawdziwe swoje papiery. Also mit der Mutter gab es da kein Problem, weil sie war eine Christin, sie war keine Jüdin und sie hatte... Not Christian, prawosławna. Das ist orthodoxe Christin, prawosławna. Eine orthodoxe Christin und sie hatte also tatsächlich ihre Geburtsurkunde und so rum eben nicht jüdische Papiere. Ojciec. Z ojcem było trochę inaczej. Znaczy ojciec wyglądał bardzo dobrze. Wyglądał, podobny był do Paderewskiego. Na ulicy zaczepiali panie Paderewski, mówili do niego. Znaczy wyglądał, miał siwe włosy i niebieskie oczy. Tylko był jeden problem, że on mówił po polsku akcentem rosyjskim, bo dużo lat studiował w Petersburgu. On był artystą, malarzem. Also mit dem Vater sah das anders aus, da gab es ein größeres Problem. Erstmal wie er aussah, der hat halt graue Haare und blaue Augen, also Leute haben sich umgedreht und ihn Paderewski genannt, Herrn Paderewski. Und aber auf jeden Fall gab es ein Problem mit ihm, weil er einen russischen Akzent hatte, also weil er lange in St. Petersburg gewohnt hatte, der war ein Maler, also der hat Kunstwerke erstellt. W czasie okupacji on malował święte obrazy. Und während der Besatzungszeit hat er dann so Heiligenbildchen gemalt. Polacy byli bardzo religijni, to każdy chciał mieć obraz Jezusa u siebie w domu.
Also er hat dann später gesagt, dass er niemals in seinem Leben so viel verdient hat wie in der Besatzungszeit, weil die ganzen Polen wollten immer diese heiligen Bildchen und Jesus im Zimmer und deswegen hat er eben sehr viel Geld verdienen können damit. To co jeszcze? Co ona chce jeszcze wiedzieć? Nie wiem. Wir sind jetzt schon fast am Ende der Zeit angekommen, deshalb würde ich sagen, ich stelle noch eine Frage und dann haben wir vielleicht hoffentlich die Möglichkeit, ein bisschen zu überziehen, sodass wir zumindest noch ein paar Fragen aus dem Publikum auch beantworten können. Eine letzte Frage. Ich würde noch einmal gerne kurz auf die Skulpturen zurückkommen von Samuel. Samuel hat als Rentner noch mal studiert, also als er in Rente gegangen ist in Israel, hat er noch mal ein Kunststudium absolviert und hat dann Skulpturen, Bronzeskulpturen hergestellt, in denen er seine Erfahrungen in Treblinka verarbeitet hat. Jede Skulptur erzählt die Geschichte von einer Person, einer realen Person, die er getroffen hat. Und wie gesagt, die Skulpturen reisen mehr oder weniger um die Welt, waren auch schon mal in Deutschland. Und ich würde ganz gerne von dir, Ada, noch mal kurz hören, was diese Skulpturen in eurer Familie bedeutet haben. No, on potem jak przestał pracować. Als er aufgehört hat zu arbeiten. On pracował do wieku lat 70. On był głównym inspektorem rozbudowy na cały Izrael. Also er hat bis zu seinem 70. Lebensjahr gearbeitet und er war der Hauptinspekteur für Ausbauten, für Gebäudebauten in Israel. Also er hat bis zum 70. Lebensjahr gearbeitet. Postanowił, że on musi coś robić. Najpierw zaczął malować, ale to go nie miał z tego przyjemności i postanowił, że nie dosyć, że mówi, nie dosyć, że napisał, że on musi pokazać historię Treblinki w rzeźbach. Und er hatte halt noch sehr viel Energie, nachdem er 60 Jahre alt war und er hat dann halt entschieden, okay, ich will Kunst machen und das war ihm sehr wichtig. Er hat dann angefangen zu malen, aber das hat ihm irgendwie nicht so viel Spaß gemacht mit Malen und dann ist er dazu gekommen, dass er gesagt hat, ich will nicht nur einfach erzählen über Treblinka, ich will auch Kunst darüber machen, ich will es auf eine andere Art und Weise erzählen und deswegen ist er dazu gekommen, seine Skulpturen zu machen. To mu nie przyszło tak lekko, oprócz tego, że on był zdolny. Ale on miał ze mną problemy, bo każda rzeźba to była kłótnia między nami. Also das war so, dass jedes Kunstwerk, was er erstellt hat, das ging ihm eigentlich leicht von der Hand, aber jedes Kunstwerk bedeutete eigentlich einen Streit mit mir. Dlatego, że te rzeźby, to trzeba później było robić brąz, rozumiesz, trzeba było robić odlewy brązowe, a to kosztowało dużo pieniędzy, a myśmy nie byli tak bardzo bogaci. Weil das Problem war nämlich, dass diese Kunstwerke sehr viel Geld gekostet haben, weil die nämlich aus Bronze waren und wir waren einfach nicht so reich, um das finanzieren zu können. Także każda rzeźba to było na rachunek naszych jazd za granicę, a ja lubię jeździć. Und das heißt, dass jedes Kunstwerk war, ging auf Kosten einer Reise ins Ausland und ich wiederum liebe es zu reisen. Także ja, tak jak on mówił, obcinałam mu skrzydła, ale on się nie dawał. Wiesz, jak to jest? On mówi, że obcinać mi skrzydła. Also es ging eigentlich darum, dass die Flügel, ihre Flügel abzuschneiden. Das war dann, was er dazu gesagt hat. I na ogół on przeprowadzał wszystko, co chciał, także jednak zrobił 15 tych rzeźb i teraz nie żałuje. Und im Endeffekt ist es dann so gewesen, dass er 15 dieser Skulpturen hergestellt hat und heute denke ich, das war gut auch so. Te rzeźby są ciągle pokazywane, przychodzą grupy do mnie, to one spacerują po całym świecie, były w Niemczech, były w Polsce, teraz znowu już pojadą do Polski prawdopodobnie, także warto było. Also es ist so, dass die Kunstwerke, dass die Skulpturen reisen, die waren in Deutschland, in Polen, wahrscheinlich werden sie demnächst wieder nach Polen kommen. Manchmal kommen auch die Leute zu mir, um sich die anzugucken. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass das gemacht wurde. Ja uważam, że to jest moja misja. Ja jestem szczęśliwa, że wszyscy mnie wysłuchali, nikt nie wyszedł wśród.
Also das ist für mich hier nichts anderes als meine Mission, dass ich hier bin. Und ich freue mich sehr, dass niemand rausgegangen ist und während ich geredet habe und ihr alle zugehört habt. Also niemand hat gegähnt und niemand ist eingeschlafen. I ja mam nadzieję, że jeszcze dużo lat będę mogła opowiadać i że będę miała taką przyjemną publiczność, jak miałam tym razem. Und ich hoffe, dass ich das noch lange machen kann, das weitererzählen kann. Ja. Ah ja, und dass das Publikum sehr nett war, fand ich.